Die Zeit ist um. Klingonen, legt die Stifte nieder. Okay, ich habe Pach. Habe ich. Pach. Habe ich. Pupa. Habe ich. Ich habe Schor. Habe ich. Nechmach. Ja. Und Kreplach. Wie war das? Kreplach? Ja. Das ist nicht klingonisch, das ist jiddisch für Fleischklops. Zufällig ist es aber auch ein klingonisches Wort. Tatsächlich definiere es. Kreplach, ein herzhafter, klingonischer Fleischklops. Schiedsrichterentscheidung. Bilurbe. Hey Jungs, ich muss mal bei euch Fernsehen. Was ist denn mit deinem Fernseher? Keine Ahnung, ich empfange auf allen Sendern nur noch Schnee. Hast du deine Kabelrechnung bezahlt? Ach, du hörst dich schon wie die Kabelgesellschaft an. Also, scht, gleich fliegt eine raus aus America's Next Topmodel. Entschuldige, Penny, aber... Nein, nein, bitte nicht sagen. Klingonenboggel. Oh. Das heißt hier, oh, als ob sie nicht wüsste, dass wir Nerds sind. Na gut, wenn du schon unbedingt fernsehen musst, dann ohne Ton und mit Untertiteln, wenn ich bitten darf. Auch gut. Na dann, Boggelkämpfer, Kapla. Seht euch die Mädels an. Hinreißend. Oh, Worf, fein, bedauerlicherweise ein Eigenname. Oh, seht ihr, da ist die zukünftige Mrs. Wolowitz. Nein, wartet, das ist die zukünftige Mrs. Wolowitz. Die mit dem Kopf im Schoß der, was für ein Zufall, der zukünftigen Mrs. Wolowitz. Ja, und sie können alle bei dir und deiner Mutter einziehen. Der derzeitigen Mrs. Wolowitz. Schreibt sich Quochbe mit einem Ch oder einem Kr. Wieso weint diese Mrs. Wolowitz denn? Ach, das ist Anais. Die anderen Mädchen im Haus können sie alle nicht leiden. Ein Haus? Welches Haus? Sie wohnen alle zusammen in einem Haus. Ein Haus? Wo denn? Keine Ahnung, irgendwo in L.A. Wartet mal. Das heißt, es gibt ein Haus sozusagen in unserer Reichweite voller angehender, anbetungswürdiger Supermodels? Ich denke schon, ja. Und sie wohnen zusammen, stehen zu dritt unter der Dusche und machen halbnackt Kissenschlachten? Warte, was hast du vor? Meine Kabelrechnung bezahlen. So, lass die Stifte fallen. Ich habe Loch, Mach und Krrk. Sonst noch jemand? Das ist doch aber mein Lippenstift. Warum nimmst du mal meinen Lippenstift? Der steht hier sowieso nicht. Entschuldigung, das ist... Habe ich das verpasst? Ist Giselle etwa raus? Noch nicht, aber ihr Wasserfotoshooting war einfach nur peinlich. Leider reagiert Mrs. Giselle Wolowitz empfindlich auf Klo. Sie hat Glück, dass ich auf Mannequins mit roten Augen und Schrumpelhaut stehe. Sheldon, das Essen ist da! Da ist das Haus! Standbild! Standbild! Was wird das? Ich notiere Sternposition und markante Punkte, um das Supermodelhaus zu finden. Aber wieso? Das ist doch wohl klar. Jede Woche schmeißen sie eine von den Schönheiten raus. Die fühlt sich dann ungeliebt und ihre Selbstachtung sinkt auf null. Anders ausgedrückt, die zukünftige Mrs. Howard Wolowitz. Ist mein Hamburger medium gebraten? Ja. Dillgurken in Scheiben, nicht süß? Ja. Soßen separat verpackt? Ja. Zwiebelringe? Ja. Doppelpaniert? Ich hab gefragt. Was haben Sie gesagt? Nein. Hast du protestiert? Ja. Lautstark? Nein. Wieso hat das dann so lange gedauert? Ist einfach. Hey Jungs, was ist passiert? Was ist passiert? Giselle hängt am seidenen Faden. Oh gut, ich hasse sie. Dann lade ich dich aber nicht zu unserer Hochzeit ein. Bitte sehr. Danke. Oh, müssen wir etwa schon wieder diese offensichtlich manipulative Pseudorealität ertragen? Ja. Aufgrund von Kompromissen und ausführlichen Debatten haben wir einen zwingend einzuhaltenden Fernsehplan erarbeitet. Alle Änderungen von Einmeldung abgesehen bedürfen der Zustimmung durch die wöchentliche Mitbewohnerversammlung. Setz es auf die Tagesordnung. Dafür müsst du eine schriftliche Eingabe machen. Ja, ich gebe dir gleich was ein, aber das wird dir nicht gefallen. Na gut, spotte nur über das parlamentarische Prozedere. Stell wenigstens den Ton ab. Oh, Giselle fliegt nicht raus. Es trifft unter Garantie Summer. Was? Sheldons Zwiebelring, leg ihn bloß zurück.
Es ist ein Zwiebelring. Leg ihn einfach zurück, bevor er kommt. Nein, 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 ich glaube nicht, dass er da lag. Zu spät, er kommt. Leugnen, 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 Mauer des Schweigens. Wer war an Penny, meinem... Penny war's. Was hast du dir dabei gedacht? Was weiß ich? Ich hab Hunger. Was ist schon dabei? Was dabei ist, dass niemand das Essen auf meinem Teller berühren darf. Na gut, das wusste ich nicht. Tut mir leid. Nein, mir tut es leid. Aber das ist dein zweiter Strike. Was? Du hast zwei Strikes. Drei Strikes und du bist raus. Das ist eine Sportmetapher. Eine Sportmetapher? Ja, Baseball. Also gut, ich spiele mit. Was war mein erster Strike? 18. Juni. Verstoß gegen meine Regel bezüglich des Weiterleitens von humoristischen E-Mails. Tatsächlich? Das Foto der Katze, die jemand in einen Taucheranzug gesteckt hatte? Jetzt sei kein Spielverderber. Alle lieben die lustigen Katzen. Sie sind süß und die Fotos sind echt abgefahren, weil sie Katzen sind. Ich habe dir meine E-Mail-Adresse anvertraut und du hast dieses Vertrauen durch Internetbanalitäten missbraucht. Erster Strike. Mein Essen berührt, zweiter Strike. Keine Sorge, nach einem Jahr werden sie aus deiner Akte gelöscht. Du kannst sie auch früher wieder loswerden, wenn du einen Kurs bei ihm belegst. Oh, jetzt hab dich nicht so. Ich habe nur einen Zwiebelring angefasst. Und dann hast du ihn zurückgelegt und dadurch die Integrität aller anderen Zwiebelringe zerstört. Oh, Schatz, von welchem Stern kommst du eigentlich? Ich wäre wirklich gern nachsichtiger mit dir, aber da du zu einem ständigen Mitglied unserer sozialen Gruppe geworden bist, muss ich bei dir denselben Maßstab anlegen wie bei allen anderen auch. Gratuliere, du bist jetzt offiziell eine von uns. Eine von uns, eine von uns. Wow, wie aufregend. Du sitzt auf meinem Platz. Oh, verdammt, das ist ein Scherz, stimmt's? Leonard, sie sitzt auf meinem Platz? Ja, ja. Die Sache ist die, du kannst jederzeit gehen, aber ich muss weiter mit ihm zusammen wohnen. Ist mir egal, das ist mein Standpunkt. Metaphorisch gesehen. Na gut, das war's. Dritter Strike. Dritter Strike. Ich bin verbannt? So was Bescheuertes habe ich ja noch nie gehört. Warte, nicht aufregen, ich rede mit ihm. Ja, mach das nur. Nur mal so, wärst du bereit, in seinen Kurs zu gehen? Ach. Das geht auch online. Basierend auf unserer Triangulation haben wir den Standort des Topmodel-Hauses auf dieses Gebiet in den Hollywood Hills eingegrenzt. Vielleicht aber auch in Durham, Kansas. Wenn wir es finden, willst du dann mitkommen? Was soll ich da? Party machen mit den hübschen Mädchen. Habt ihr sie noch alle? Das schafft ihr doch nie und nimmer. Ihr kommt doch noch nicht mal in die Nähe von diesem Ding. Das haben sie auch zu Neil Armstrong gesagt, als er zum Mond wollte. Niemand hat etwas Derartiges zu Neil Armstrong gesagt. Die ganze Nation hat ein Jahrzehnt lang weder Kosten noch Mühen gescheut, um einen Mann auf den Mond zu befördern. Nun, liebe amerikanische Mitbürger, noch vor Ablauf dieses Jahres befördern wir ein Wolowitz auf eines von Amerikas Topmodels. Und sehr viele Menschen werden glauben, dass das nie passiert ist. Okay, lasst mich raten. Quesadilla mit Sojakäse für den laktoseintoleranten Lennart. Danke. Shrimps auf Caesar-Salat ohne Mandeln für den hochgradig allergischen, nur an hohen Feiertagen koscher essenden Howard. Mhm. Und für den zum Vegetarismus konvertierten Raj die Fleischliebhaber-Pizza ohne Fleisch. Mhm. Kommt sofort. Entschuldige bitte, du hast meinen Barbecue-Speck-Cheeseburger vergessen. Barbecue-Soße, Speck und Käse einzeln. Oh, hab ich dir das nicht gesagt? Du wurdest verbannt aus der Cheesecake Factory. Wieso? Weil du drei Strikes hattest. Erster fürs Reinkommen, zweiter fürs Hinsetzen und dritter, mir gefällt dein Verhalten nicht. Das kannst du nicht machen. Das ist nicht nur ein Verstoß gegen kalifornisches Recht, sondern auch ein Tritt ins Gesicht der Cheesecake Factory Firmenpolitik. Ja, es gibt eine neue Firmenpolitik. Keine Schuhe, kein Schlips, kein Scherben. So ein Schild könnten wir überall in Pasadena verkaufen. Hm. Penny, können wir uns kurz unterhalten? Aha. Hi. Die Sache ist die, ich habe mit Sheldon geredet und er fühlt sich furchtbar und er sieht ein, dass sein Verhalten unangemessen und völlig daneben war. Wirklich? Aber das ist doch toll. Ja, entschuldige dich doch einfach bei ihm, okay? Was? Ich werde mich doch nicht bei diesem Irren entschuldigen. Ach, bitte, das ist ganz leicht. Er gibt dir sogar vor, was du sagen sollst.
Lennart, kapierst du das nicht? Wenn ihr seinen Irrsinn weiterhin durchgehen lasst, ermutigt ihr ihn bloß dazu. Mit ermutigen hat das nichts zu tun. Vielmehr mit sich unterordnen. Ich hänge echt gern mit euch rum, aber ich werde mich nicht für etwas entschuldigen, das ich nicht getan habe. Wenn man es ganz genau betrachtet, hast du es schon getan. Das ist dein erster Strike, Lennart. Bitte sehr, Quesadilla, Salat, hier ist deine Pizza. Und Sheldons hitziger Diskussion mit meinem Manager verdanken wir einen Barbecue-Speck-Cheeseburger. Barbecue-Soße, Speck und Käse liegen daneben. Vielen Dank. Na los, iss. Wenn du dich traust. Geschafft. Da ist das Haus. Ich habe Amerikas Topmodels gefunden. Ganz sicher? Da auf dem Dach Anais und Giselle beim Sonnenbaden. Die Europäerin, geil. Man kann Menschen erkennen auf Google Earth? Natürlich nicht. Ein Kumpel bei der Luftabwehr hat eine Spionagedrohne drüber fliegen lassen. Jetzt, du benutzt ein Militärflugzeug dafür? Ich war sowieso schon unterwegs, um in Sibirien einen Kernreaktor auszuspionieren. Es hat nur einen kleinen Umweg von einer Stunde gemacht. Okay, wo ist er? Sheldon? Ich habe ihn gerade beim Comicbuchladen abgesetzt. Hier, versuch online zu gehen. Probleme mit dem WLAN? Versuch es. Sei gegrüßt, Hamburger-Angrabscherin. Du wunderst dich sicherlich, wieso du nicht mit deinen kleinen Freunden darüber chatten kannst, wie sehr du dies und das und was weiß ich nicht sonst noch alles liebst. Tja, diese aufgezeichnete Nachricht informiert dich, dass ich deinem parasitären Verhalten unserem Internetanschluss gegenüber ein Ende gesetzt habe. Wenn du hier Abhilfe schaffen willst, wende dich an deine Telefongesellschaft, lass dir einen eigenen Anschluss einrichten und bezahle dafür. Oder entschuldige dich einfach bei mir. Na? Ich rate dir erneut, einfach nachgeben. Oh, nein, 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 nein. Jetzt wird's ernst. Ab sofort wird dein Freund erfahren, was das Wort Schmerz bedeutet. Oh, Penny, du willst dich doch nicht mit Sheldon anlegen. Der Typ ist nur ein Laborunfall davon entfernt, ein Superschurke zu werden. Ist mir egal. Ich habe Rodeo-Erfahrung. Ich fessel und kastriere ihn in 60 Sekunden. Kastrieren wird nicht nötig sein. Ich krieg das schon wieder hin. Siehst du, Problem gelöst. Voila. Hallo, ihr armseligen Insekten. Der Versuch, meinen Wünschen zuwiderzuhandeln, hat Konsequenzen. Jeder von euch erhält einen zusätzlichen Strike. Vielen Dank auch, Howard. Worüber beklagst du dich denn? Ich muss doch den Kurs nochmal machen. Oh. Hallo? Zeit, deine Wäsche zu waschen, hä? Es ist Samstagabend. Samstags ist Waschtag. Ich weiß. Jeden Samstag um 7:45. Absolut vorhersehbar. Was willst du damit andeuten? Ich deute an, dass du ein Gewohnheitstier bist. Und wenn dich etwas daran hindern sollte, deine Wäsche um 7:45 zu waschen, dann würdest du das vielleicht unangenehm finden. Nachgeben von wegen. Oh nein, sind etwa alle Maschinen belegt? Was willst du jetzt nur tun? Kein Problem. Dann wasche ich meine Wäsche eben an einem anderen Tag. An einem anderen Tag, Tia? Das kannst du natürlich versuchen, aber tief in deinem Herzen wirst du wissen, dass der Waschtag für dich nur der Samstagabend sein kann. Weil du spielst mit Kräften, die dein Geist nicht erfassen kann. Ja, und dein hoher Geist kann mich mal kreuzweise. Sheldon? 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 Ja? Wo ist meine Wäsche? Deine Wäsche? Ja, ich habe sie in den Waschmaschinen gelassen und als ich sie holen wollte, war sie weg. Tatsächlich? Trotz des Schildes, auf dem steht, lassen Sie Ihre Wäsche nicht unbeaufsichtigt?
Sheldon, wo sind meine Sachen? Weißt du, ich erinnere mich dunkel, irgendwo Dessous gesehen zu haben. Wo war das nur? Ach ja, im Laufe des Abends habe ich so vor mich hin aus dem Fenster gesehen und da sprang mir doch glatt ein BH ins Auge. Kommen dir die Sachen da bekannt vor? Wie in aller Welt kommen die auf die Telefonoberleitung? Wenn du die Gesetze der Physik verstehst, Penny, ist wirklich alles möglich. Und ich darf noch hinzufügen, hol sie da wieder runter. Entschuldige dich. Niemals. Dann schlage ich dir vor, du besorgst dir einen sehr langen Stock und spielst BH-Fischen. Warte, Sheldon, das gerät gerade etwas außer Kontrolle, okay? Ich habe mich dämlich verhalten, du hast dich dämlich verhalten. Sagen wir doch einfach, wir sind quitt und das nichts gewesen ist. Ich habe mich nicht dämlich verhalten. Du musst mir schon auf halbem Wege entgegenkommen. Das mache ich doch gerade. Ich bin bereit zuzugeben, dass dein Verhalten dämlich war. Hey, ihr redet ja wieder miteinander. Gut. Was ist passiert? Lennart, ich habe doch gesagt, jetzt wird's ernst. Tja, und nun ist Rodeo angesagt. Bitte kein Rodeo. Was hast du getan? Ich hatte keine Wahl, Lennart. Sie hat den Waschabend ruiniert. Oh. Von Telefondrähten kriegt man keinen tödlichen Schlag, oder? Nein, also das wird aufhören müssen. Oh, nein, nein, es fängt gerade erst an. Na gut, das wollte ich eigentlich auf keinen Fall tun, aber... Hier. Was ist das? Sheldons Kryptonit. Oh, mein Gott. Er darf niemals erfahren, dass du das von mir hast. Gut, ich habe zwar gesagt, ich würde ihm wehtun, aber das... Es wird den Krieg um 5 Jahre verkürzen und Millionen von Leben verschonen. Ich hab's geschafft! Oh, halt dann! Das ist es! Gefunden! Jetzt haben wir ja die Adresse von Topmodel House. Gott segne dich, Google Street View eingetragenes Warenzeichen. Hey, nur so fürs Protokoll, was ihr da macht, ist echt gruselig. Weißt du, wenn es gruselig ist, das Internet, Militärsatelliten und unbemannte Flugzeuge zu nutzen, um ein Haus voller hinreißender junger Models zu finden, damit ich da ganz überraschend reinschneiden kann, na, dann bin ich eben gruselig. Hallo? Oh, hi, ja, Sekunde, ich hole ihn. Sheldon, für dich. Wer ist dran? Deine Mutter. Oh, gut. Hi, Mom, wie geht es dir? Aber Mom! Sie sitzt ständig auf meinem Platz. Und sie hat mein Essen angefasst. Ja, na gut, ja, ich habe ihre Sachen genommen, aber sie hat angefangen. Nein, das ist nicht fair. Warum muss denn ausgerechnet ich mich entschuldigen? Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Jesus sich mit solchen Dingen beschäftigt. Ja, du hast recht. Ich habe keine Ahnung, was Jesus darüber denkt. Ist ja gut. Bis bald. Hast du mich etwa verraten? Sehe ich so dumm aus? Ich habe schon 2 Strikes. Penny. 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 Es tut mir sehr, sehr leid, was ich getan habe. Hier ist deine Wäsche, ich lösche deine Strikes und du bist nicht mehr verbannt. Kann ich mich hinsetzen, wo ich will? Nein, 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 nein. Vergiss es einfach. Vergiss es. Ist mir nicht so wichtig. Sheldon, das war anständig von dir. Danke. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Danke. Gute Nacht, Sheldon. Penny? Ja? Clever gespielt. Vielen Dank. Vergiss aber nicht, mit viel Macht geht immer auch viel Verantwortung einher. Verstanden. Kann ich Ihnen helfen? Ja, wir sind hier wegen des Kabels.
Wir haben doch eine Satellitenschüssel. Das meinte ich auch. Oh. Okay, kommen Sie rein. Sie ist größer als alle Frauen in meiner Familie zusammen. Was machen wir jetzt? Wir folgen Mrs. Wolowitz. Sieh mal, Set and Three läuft gerade. Ich will Set and Three nicht sehen. Deep Space Nine ist besser. Was ist an Deep Space Nine besser als an Set and Three? Wenn du es subtrahierst, ist es um 6 besser. Kompromiss. Wir gucken Babylon 5. In welcher Hinsicht ist das ein Kompromiss? Naja, 5 liegt irgendwo in der Mitte zwischen 3. Ach, vergiss es einfach. Wieso klären wir das nicht mit Steinpapierschere? Keine gute Idee, nein. Es ist zu erwarten, dass Steinpapierschere unter Spielern, die sich gegenseitig gut kennen, zu 75-80% unentschieden ausgehen, wegen der begrenzten Anzahl der möglichen Resultate. Mein Vorschlag wäre Steinpapierschere-Exe-Spock. Was? Ganz einfach, pass auf. Schere schneidet Papier, Papier bedeckt Stein, Stein zerquetscht Exe, Exe vergiftet Spock. Spock zertrümmert Schere, Schere köpft Exe, Exe frisst Papier. Papier widerlegt Spock, Spock verdampft Stein. Und wie gewöhnlich, Stein schleift Schere. Okay, hab's verstanden. Stein, Papier, Schere, Exe, Spock! Oh. Hallo, Männer. Ahoi, Matrose. Du hast die Augenklappe also bemerkt. Ein Bestandteil der Technik, die ich mir gerade erarbeitet habe, um Frauen abzuschleppen. Du modifizierst dein äußeres Erscheinungsbild dahingehend, dass es unverwechselbar und einprägsam wird. Verstehe, wie der männliche Pfau mit seinem prächtigen Federkleid oder das brünstige Pavianweibchen mit dem geschwollenen Hinterteil. Oder wie hier der Hippie-Junge mit Bindehautentzündung. Macht euch ruhig über mich lustig, aber es funktioniert. Du tauchst so in einer Bar auf, suchst dir dein Opfer aus und verteilst ein paar Necks. Was sind Necks? Ein Neck ist ein negatives Kompliment, das eine hübsche Frau aus dem Konzept bringt. Wie? Normalerweise stehe ich nicht auf große Zähne, aber dir stehen sie ganz gut. Davon habe ich eine ganze Liste. Will mich jemand begleiten? Dir fehlt kein Begleiter, sondern ein guter Psychiater. Howard, dein Roller blockiert mein Auto. Oh, hast du schon wieder eine Bindehautentzündung? Schritt Nummer 1, sie hat die Augenklappe bemerkt. Mal ganz ehrlich, Penny, nicht viele Frauen schaffen es, so heiß auszusehen wie du, wenn ihre Haare total fettig sind. Ja, fahr einfach deinen dämlichen Roller da weg, bevor ich ihn in den Müllcontainer schmeiße. Tja, tut mir leid, aber ich werde mir die Clone Wars-Serie auf keinen Fall ansehen, bevor ich den Clone Wars-Film gesehen habe. George Lucas soll mich in der von ihm festgelegten Reihenfolge enttäuschen. Ich will sie aber jetzt sehen. Oh, dann scheint es mir unvermeidbar zu sein, eine weitere Runde Stein, Papier, Schere, Exe, Spock zu spielen. Sieh dir doch an, was du willst. War klar, dass du das tust. Was habe ich denn getan? Hallo? Hey, Howard. Was ist denn? Oh, okay. Okay, wir sind gleich da. Was ist passiert? Howard ist im Mars Rover Kontrollraum und hat Probleme. DEFCON 5. DEFCON 5? Na, dann ist es ja nicht so schlimm. Was? DEFCON 5 steht für keine Gefahr. DEFCON 1 bedeutet Krise. Wieso kann 5 nicht schlimmer sein als 1? Ja, Star Trek 5 ist schlimmer als 1.
Also erstens vergleichst du hier die Qualität, nicht die Intensität. Und zweitens, Star Trek 1 ist um Länge nach was um Lichtjahre schlechter als Star Trek 5. Das kann nicht dein Ernst sein. Star Trek 5 ist die Einheit, in der man schlechte Qualität misst. Nein, nein, nein. Drehbuch und Regie von Star Trek 5 haben einige charakteristische Schwächen, während Star Trek 1 komplett misslungen ist. Ausstattung, Musik, Kostüm, Synchronfassung. Können wir nicht einfach vergessen, dass ich DEFCON gesagt habe und gehen? Star Trek 5. Können wir uns wenigstens darauf einigen, dass Star Trek 4 Zurück in die Gegenwart unbestreitbar der beste Film ist? Dazu sage ich nur vier Worte. Der Zorn des Khan. Oh Gott sei Dank, ihr seid da. Was ist das für ein Notfall? Ich hänge mit dem Mars Rover an einer Furche fest. Wo? Auf einem kleinen Feldweg kurz hinter Bakersfield. Na, wo schon? Auf dem Mars! Holt, ist alles in Ordnung? Ja, Baby, ich komme gleich zu dir. Du hast Damenbesuch im Mars Rover Kontrollraum? Ja, ich kenne sie aus einer Bar. Sie ist Ärztin. Ein paar gratis Psychopharmaka und meiner Mutter ist es egal, dass sie keine Jüdin ist. Dann funktioniert das mit der Augenklappe und der Beleidigung? Nein, da waren noch drei andere Kerle mit Augenklappe. Es war ein Fiasko. Aber möchtest du eine geheime staatliche Einrichtung besichtigen? Hat funktioniert. Was genau erwartest du jetzt eigentlich von uns? Du hilfst mir mit Ratsch, den Rover wieder da herauszufahren. Und du musst Stephanie unbemerkt rausschaffen, weil sie nämlich keine offizielle Genehmigung hat. Wieso nicht? Dürfen keine fremden Frauen aus zwielichtigen Bars hier rein, um mit 200 Millionen Dollar teuren Regierungsprojekten auf fremden Planeten zu spielen? Ja, ich war böse. Vielleicht vermöbelt sie mich. Können wir jetzt bitte weitermachen? Hey, Howard, wie lange dauert das noch? Kann ich jetzt endlich mit dem Ding fahren? Nein, tut mir leid, aber es ist etwas dazwischen gekommen. Eine Art Mars-Rover. Mars, Rover, an Howard, komm mal rüber. Situation. Also, bring dich mein Freund Leonard nach Hause. Oh, okay. Gehen wir, Freund Leonard. Okay, ich ruf dich an. Ja, und? Bist du auch so ein Wissenschaftler wie Howard? Niemand ist so ein Wissenschaftler wie Howard. Meine Mutter wird ganz begeistert von dir sein. Wie schön, die beiden können eine Fahrgemeinschaft bilden, wenn sie dich im Gefängnis besuchen. Entschuldige, ich hab dich einfach unterbrochen. Was hast du gesagt? Nur, dass Howard ein feiner Kerl ist. Er ist sehr humorvoll. Er liebt seine Mutter. Sehr sogar. Vielleicht ein bisschen zu sehr. Oh, toll, dass du so ein treuer Freund bist. Ja, ich bin treu. Wenn man es im Ganzen betrachtet. Ich bin nur neugierig. Hatte er je eine Chance bei dir? Bist du irre? Der Typ hat eine Augenklappe getragen. Wieso bist du dann... Er sagte, ich könnte ein Auto fahren. Auf dem Mars. Oh, verstehe. Ja. Und kann ich dich wiedersehen? Wir sind doch noch lange nicht fertig. Cool. Tut sich was? Ich checke gerade meine E-Mails. Aber nein, der Rover reagiert nicht. Ich glaube, in der passenden Metapher hierfür geht es um eine große Menge Exkremente, die man anstelle eines besser geeigneten Sitzmöbels verwendet. Existiert da nicht noch irgendeine andere Option? Ruf den Automobilclub an. Aber nach dem Zeitplan der NASA kam der erst in 35 Jahren an. Und soweit ich weiß, musst du bei seiner Ankunft neben deinem Auto stehen mit der Karte in der Hand. Volltreffer. Wo getroffen? Dann bleibt also nur noch Plan B. Was ist Plan B? Festplatten löschen, Überwachungsvideo schnappen, unsere Fingerabdrücke von allen Flächen entfernen und weg hier. Wieso war das nicht Plan A? Ein Sprecher der NASA hat uns gegenüber erklärt, dass man aufgrund des Datenverlustes höchstwahrscheinlich nicht in der Lage sein wird, die Ursache für die Funktionsstörung des Mars Rovers festzustellen. Es wurde aber bereits ein Team von Wissenschaftlern... Ich danke Gott für Plan B. Howard, gehörst du nicht auch zu den Mars Rover-Leuten? Nein, da musst du dich irren. Als wir uns kennenlernten, wolltest du mich ein Auto auf dem Mars fahren lassen, wenn ich dafür mit dir ausgehe. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was du meinst. Entschuldigt mich mal kurz, Leonard gibt mir heimlich Zeichen, dass er mich allein sprechen möchte. Ich bin mir da aber wirklich absolut sicher. Deine erste Frage war, ob ich vom Mars käme, weil mein Hintern nicht von dieser Welt wäre.
Also, das klingt tatsächlich nach mir, aber nein. Gibt es irgendein Problem? Ja, pass auf. Ich muss mich mal für eine Weile verziehen. Ist gut. Bis bald. Nein, warte. Falls jemand fragt, wo ich bin, hast du keine Ahnung. Wo willst du denn hin? Das kann ich dir nicht sagen. Wer sollte mich fragen? Das kann ich dir auch nicht sagen. Du wolltest mich also nur diskret darüber informieren, dass du mir weder sagen kannst, wo du hingehst, noch wer danach fragen könnte? Ja, so genau habe ich mir das wohl nicht überlegt. Lennart, warte mal. Was? Falls jemand, und natürlich wissen wir nicht, wer das sein würde, fragt, wohin du gehst, was soll ich sagen? Keine Ahnung, sag einfach, ich würde ins Institut gehen. Gehst du ins Institut? Nein. Wie soll es dann überzeugend klingen, wenn ich es sage? Sag doch einfach, Lennart geht ins Institut. Na gut. Lennart geht ins Institut. Was soll das? Nein, doch nicht so. Einfach, Lennart geht ins Institut. Das würde viel besser funktionieren, wenn du es mir einfach so gesagt hättest. Ich gehe ins Institut. Und wieso glaube ich dir nicht? Ich gehe kurz weg. Okay. Will denn gar keiner wissen, wohin er geht? Na gut, wohin geht er denn? Lennart geht gerade ins Institut. Wie war die Arbeit heute? Viel zu tun. Hm. Habe einen Blinddarm entfernt, eine Gallenblase und etwa einen halben Meter Dickdarm. Ich hoffe, bei drei verschiedenen Leuten. Nein, es war nur einer. Hat's nicht geschafft. Und, wie war dein Tag? Hm. Du weißt ja, ich bin Physiker und habe über Sachen nachgedacht. Das ist alles? Ich habe mir auch was notiert. Hast du genug gegessen? Ja. Oh, gut. Hätte ich gewusst, dass du wartest, hätte ich die Lasagne als Ganzes runtergeschluckt. Der Anschluss von Dr. Stephanie war nett. Hinterlassen Sie eine Nachricht. Hey, Stephanie. Hier ist nochmal Howard. Wenn du am Freitag Zeit hast, könnten wir bei mir zu Hause was essen. Meine Mutter macht einen ausgezeichneten Braten. Gib mir Bescheid. Hier, war Howard. Er hat recht, ihr Braten ist ausgezeichnet. Meinst du, wir sollten lieber im Schlafzimmer weitermachen? Das ist eine gute Idee. Da steht ein Bett und ich bin immer sehr fürs Bett. Der Anschluss von Dr. Stephanie war nett. Hinterlassen Sie eine Nachricht. Hey, ich bin's nochmal. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass die Anzahl der Gäste für Freitagabend gestiegen ist. Meine Tante Betty und Onkel Elliot kommen aus Palm Springs. Oh, und falls jemand fragen sollte, deine Familie ist mütterlicherseits jüdischen Glaubens. Also ruf mich an. Ihr Behaure. Willst du ihm nicht sagen, dass du kein Interesse hast? Du erwartest, dass ich aufhöre und ihn jetzt anrufe? Großer Gott, nein. Anschluss von Dr. Stephanie Barnett. Hinterlassen Sie eine Nachricht. Hey, ich bin's wieder. Howard. Hör mal, meine Verwandten aus Fort Lauderdale kommen mit dem Flugzeug, um dich kennenzulernen. Das heißt, wir müssen das Essen in ein Restaurant verlegen. Sag ihr, wir gehen ins Olive Garden. Ich hab noch ein paar Gutscheine aus der Zeitung. Wir gehen nicht ins Olive Garden, Mom. Ach, der feine Herr möchte lieber Hummer essen gehen. Ich rufe dich wieder an, wenn die Details geklärt sind. Ihr war Howard. Oh, hey. Hey. Neue Hemden? Ja, ein paar. Hübsch? Danke. Und, wer ist die Kleine? Bitte was? Na, das letzte neue Hemd hast du gekauft, als wir ein Date hatten. Also, dann war das, was wir hatten, tatsächlich ein Date.
Ja, wir hatten ein Date. Also doch, danke. Tu mir einen Gefallen und sag das Kutrapali, wenn du ihn das nächste Mal siehst. Und? Wer ist sie nun? Oh, sie ist ein Doktor. Sehr schön. Ein richtiger Arzt. Doktor oder so ein Doktor wie du? Sie ist eine Ärztin, eine chirurgische Assistenzärztin. Gebildet, hübsch. Ich würde dich gerne mal was fragen. Wenn ein Freund denkt, dass er eine Freundin hat, was aber nicht wahr ist, weil sie in Wahrheit meine Freundin ist, ist das dann unfair von mir? Ja, das kommt drauf an. Worauf? Ist der Freund Wolowitz? Ja. Dann ist es okay. Siehst du das so? Naja, wart ihr schon im Bett? Ach, du Windhund! Wie schön für dich. Ändert das irgendwas? Nein. Wieso hast du dann gefragt? Aus Neugier. Bis dann. Man das etwa, wenn jemand klopft? Danke, das wusste ich noch gar nicht. Hey, Kumpel, was führt dich in meinen kleinen Höllenwinkel? Wer ist das? Es ist Lennart! Ihr müsst draußen spielen. Ich bin nicht für Besuch angezogen. Interessiert doch kein Mar! Was gibt's denn? Also, ich würde gern mit dir über etwas reden. Moment, Tito. Ja, hallo? Oh, Stephanie, danke, dass du mich zurückrufst. Ich hab mir schon Sorgen ge... Oh. Aha. 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 Nein, das verstehe ich. Klar können wir Freunde sein, aber natürlich. Danke für den Anruf. Ja, dir auch noch einen schönen Tag. Ja. Du bist für mich gestorben. Wer kriegt das vierte Wand an? Steinpapier, Scherz, Bock! Also einer von uns muss aufhören, Spock zu nehmen. Und wie entscheiden wir das? Steinpapier, Scherz, Bock! Oh, hey, Leute. Hallo. Hi. Hi, Howard. Howard? Sheldon. Howard bedient sich eines vorschulkindhaften Verhaltensmusters, demzufolge du für ihn kürzlich verstorben bist. Das heißt, er wird sich so verhalten, dass er nicht mehr mit dir spricht, so tut, als würde er dich nicht hören, wenn du ihn ansprichst, und ansonsten deine Existenz nicht länger zur Kenntnis nehmen. Das ist ja lächerlich. Wieso kooperierst du mit ihm? Ich mache die Regel nicht, Leonard. Howard, hör mal, es steckte kein Plan dahinter. Es ist einfach passiert. Mir zum ersten Mal, aber es ist passiert. Er spürt ja auch einen eisigen Luftzug. Ich glaube, das ist eine Erweiterung der Todesmetapher. Der eisige Luftzug ist die sogenannte ektoplasmische Emanation einer vorbeiziehenden körperlosen Seele. Ach, was soll's, ich nehm das Wandern selbst. Oh, hey. Hey Steph, komm noch rein. Oh, ist das gerade unpassend? Ja, aber ich sehe auch keinen Lichtblick am Horizont, also... Na, wenn das nicht Mrs. Tod für mich ist. Hallo, Howard. Sheldon. Tut mir leid, du hast gerade gegen die Grundbedingungen deiner Metapher verstoßen. Ich bin damit raus. Ich bin einfach Luft für ihn. Okay, dann werden wir heute Abend eben nur zu dritt sein. Ja, was für eine Enttäuschung für Lisa. Lisa? Ja, meine Mitbewohnerin. Sie hat eine Trennung hinter sich und ich dachte, sie würde gerne jemanden kennenlernen, der so gut drauf ist wie du. Leonard, Stephanie, ihr seid ja gar nicht tot. Ein Wunder ist geschehen. Jedenfalls hat mir der Abend neulich gut gefallen. Das wollte ich dir noch sagen, Lisa. Und ja, es tut mir leid, wie er ausgegangen ist. Aber wie gesagt, sag mir noch Bescheid wegen Freitag. Meine Mutter braucht die genaue Anzahl der Gäste, damit sie weiß, wie viel Braten sie holen soll. Howard, Howard, sieh dir das an. Also, ruf mich an. Hier war Howard.
Es ist nach wie vor ungeklärt, wie der Mars-Rover in diesen Spalt gelangt ist. Aber die Daten, die er zurückfunkt, enthalten erste ernstzunehmende Hinweise darauf, dass es früher auf dem Mars Leben gegeben hat. Diese atemberaubende wissenschaftliche Entdeckung hat noch nicht absehbare Auswirkungen auf die gesamte Menschheit. Leider werden wir nie erfahren, wem wir das Ganze zu verdanken haben. Ach, du verdammte Scheiße. Penny, hallo. Hey, Sheldon. Wie läuft's denn so? Wie meinst du das? Nur eine Redewendung, um eine Konversation in Gang zu bringen. Und findest du das Wetter zufriedenstellend? Nimmst du gegenwärtig Anteil am Triumph irgendeiner hiesigen Sportmannschaft? Was soll das werden? Du machst mich ganz nervös. Ich versuche, einen klassischen Smalltalk zu halten. Also, was geht ab? Bitte, lass es einfach. Wie du willst, aber ich habe das so verstanden, dass man eine Unterhaltung mit einer banalen Plauderei anfangen sollte, wenn man etwas Peinliches zu besprechen hat. Bis jetzt war es also noch nicht peinlich genug? Nein. Oh, na gut. Also, was geht ab? Oh, gut, das habe ich richtig verwendet. Folgendes. Ist dir bekannt, dass Leonard sich wieder auf eine romantische Beziehung eingelassen hat, die auch eine sexuelle Komponente hat? Du hast recht, es geht echt noch peinlich. Warte mal. Ihr Name ist Dr. Stephanie Barnett und sie ist eine hervorragende Assistenzärztin in der Chirurgie am Fremont Memorial. Ja, das hat Leonard erwähnt. Ja, gut, aber möglicherweise hat er nicht erwähnt, wie wichtig diese Beziehung für mich ist. Für dich? Ja, also von den wenigen Frauen, mit denen Leonard sich eingelassen hat, ist sie die einzige, die ich für zumutbar halte. Was ist mit mir? Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Wie nett du sein kannst. Jedenfalls, solltet ihr euch jemals begegnen, wäre es sehr von Vorteil, wenn sie in dir keine sexuelle Rivalin sehen würde. Muss sie sich keine Sorgen machen. Das sagst du jetzt. Aber stell dir folgendes Szenario vor. Du sitzt in deiner Wohnung, es ist spät, du bist allein. Dein Hypothalamus schwimmt in einer Suppe aus Östrogenen und Progesteron. Und irgendwie erscheint dir dann selbst Leonard als annehmbares Sexualobjekt. Oder umgangssprachlich formuliert als jemand, den du abschleppen willst. Tatsächlich? Ja. Sollte das passieren, sei bitte so gut und halte deine Libido bitte irgendwie im Zaume. Ah, dann denke ich eben an dich. Hauptsache, es funktioniert. Danke für das nette Gespräch, Sheldon. Ja. Bleib cool. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14... Das ist wirklich überaus köstlich. Ich bin erfreut, dass es dir zusagt. Und du hast gesagt, die Spaghetti würden auf keinen Fall für uns drei reichen. Tja, so kann man sich irren. Wisst ihr, bei italienischen Hausfrauen gilt die Faustregel, eine Handvoll harte Spaghetti pro Person, also ca. 2,5 cm im Durchmesser. Das Volumen verdoppelt sich nämlich durch das Kochen. Wirklich sehr interessant. Das Danke. Hat sie nicht ernst gemeint, sie ist nur höflich. Tja, Stephanie, da Leonard den Gesprächsball anscheinend gerade fallen gelassen hat, muss ich ihn wohl wieder mal aufheben. Warst du je Zeugin eines Gewaltverbrechens? Nein. Gut. Welche Frucht magst du am liebsten? Erdbeeren. Streng genommen keine Frucht, aber na gut.
Wo hast du denn medizinisches Praktikum gemacht? Im Lawrence Memorial in Galveston, Texas. Wirklich? Da wurde ich geboren. Oh mein Gott. Ist das dein Ernst? Ja, ich habe einen Großteil meiner Kindheit in diesem Krankenhaus verbracht. Und als ich 12 war, hat man mich in einem Hubschrauber dahin geflogen. Wieso? Was war denn passiert? Strahlenverbrennung. Ein kleines Missgeschick, als ich mein eigenes Röntgengerät entwickelte. Wie war das? Du hast versucht, ein Röntgengerät zu konstruieren? Nicht nur versucht, ich hatte Erfolg. Ich konnte sogar kurz Schneeball, das Meerschweinchen meiner Schwester, von innen betrachten, bevor es Feuer fing. Daraus entstand bei uns zu Hause das geflügelte Wort, kein Schneeball widersteht einem Röntgengerät. Sheldon, entschuldige mich. Wenn ich zurückkomme, unterhalten wir uns über alternative Abläufe der Geschichte, um es zu spezifizieren, wie wäre der Bürgerkrieg ausgegangen, wenn Lincoln ein aus der Zukunft gesandter Roboter gewesen wäre. Na so, was, es sind ja sogar noch Nudeln übrig. Hast du eigentlich verstanden, dass ich im Moment ein Date habe? Ich schon, aber du auch, weil deine Laune nämlich immer schlechter wurde, seit ich mich zu euch gesetzt habe. Okay, gut, ich habe eine Frage. Wieso hast du dich zu uns gesetzt? Ich helfe dir. Wenn du diese Beziehung in den Sand setzt, was dein bisheriger Werdegang vermuten lässt, würden wir den Schiffsarzt wieder verlieren, der unserem Außenteam immer gefehlt hat. Von welchem Außenteam redest du? Du bist Kirk, ich bin Spock, Wolowitz ist Scotty, Kutrapalli ist der, der immer ums Leben kommt. Und jetzt haben wir McCoy. Also, wir sehen uns die postoperative Röntgenaufnahme an und da ist er deutlich zu erkennen, mitten im Brustraum des Patienten. Einer meiner Ohrringe. Oh mein Gott, was hast du dann getan? Na, was denkst du denn? Ich habe den anderen Ohrring ganz unauffällig abgenommen, in meine Tasche gesteckt und schnell das Weite gesucht. Mit dir habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. Hi, Sheldon. Hi, Stephanie. Bitte entschuldige die Verspätung, aber dein Begleiter hat eine unpräzise Einladung hinterlassen. Was denn für eine Einladung? Wir sehen uns einen Film an. Welchen Film? Welches Kino? Und vor allem wann? Wenn du hättest verheimlichen wollen, wo du hingehst, hättest du es nicht besser machen können. Oh, offensichtlich doch. Ja. Ich habe fast 20 Minuten gebraucht, um auf deinem Computer nachzuverfolgen, welche Vorstellungszeiten du angeklickt hast. Ich sehe nach, wo wir uns hinsetzen können. Ja, aber wir sitzen doch schon. Das ist für ihn die falsche Reihe. Ha! Was soll das werden? Er sucht seinen akustischen Lieblingsplatz. Macht er das immer so? Manchmal hat er ein kleines Xylophon dabei. Oh! Oh! Das ist bestimmt gleich alles. Ich kann dir gar nicht sagen, wie leid mir das tut. Nein, alles in Ordnung. Er ist irgendwie süß. Na? Na? Ich bitte um Entschuldigung, ihr sitzt ja schon richtig. Leonard, rutsch du bitte 2 Plätze weiter? Nein, setz dich doch hier hin. Oh ja, hier ist es ideal. Leonard! 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 Was, Sheldon? Was, Sheldon? Was, Sheldon? Sag mir, was du hier siehst. Den stumpfen Gegenstand, um den es in meinem Mordprozess gehen wird? Das ist Stephanies Facebook-Seite. Und was steht da, wo stehen müsste, lebt in einer Beziehung? Stephanie Barnett ist Single. Ja, außerdem übermittelte sie heute Abend ein digitales Schaf an einen Freund namens Mike. Wer ist Mike? Wieso kriegt er ein digitales Schaf und nicht du? Es ist nur ihre Facebook-Seite und wir treffen uns erst seit ein paar Wochen. Du willst es nicht verstehen, was? Wir verlieren sie. Okay, ich formuliere das ganz einfach für dich. Du hast keine Beziehung mit Stephanie, sondern ich hab eine. Ergo, es geht dich nichts an, was zwischen Stephanie und mir läuft. Überhaupt nichts. Ich fürchte, das kann ich so nicht hinnehmen.
Gemäß Sternflottendirektive 104 Absatz C befinde ich dich für untauglich und enthebe dich des Kommandos. Direktive 104 Absatz C findet in dieser Situation keine Anwendung. Nenn mir für diese Annahme einen guten Grund. Weil das hier nicht Star Trek ist! Penny! 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 Was ist? Das ist Bananenbrot. Das ist ein Türknauf. Meiner Beobachtung nach kann eine unerwartet dargebrachte Nahrungsgabe den Begünstigten zu der spontanen Aufforderung hinreißen. Komm doch rein, lass uns schwatzen. Sheldon, willst du reinkommen oder was? Ein paar Minuten kann ich dir sicher opfern. Wurdest du ausgeraubt? Nein. Wie kannst du dir da sicher sein? Sheldon, was willst du? Ich bin mir sicher, dass es keine Überraschung für dich ist, aber Leonard macht gerade mal wieder eine hoffnungsvolle Beziehung kaputt. Hat er Probleme mit Stefan? Sie schickt virtuelles Nutzvieh an alle möglichen Männer im Internet. Wenn ich diese Beziehung retten soll, brauche ich Informationen. Vor allem muss ich ganz genau wissen, wie er dich dazu gebracht hat, ihn mit einem Tritt in den Allerwertesten abzuservieren. Was? Wie zuvor Umgangssprache, die geht mir inzwischen bemerkenswert leicht über die Lippen. Lass bitte weder Höhen noch Tiefen aus. Und keine Sorge, das ist alles streng vertraulich, also verrate mir ruhig alle Defizite, die es im Schlafzimmer gab. So weit sind wir gar nicht gekommen. Weil? Oh, okay, wie du willst. Ich erzähl dir, was passiert ist. Wir waren jung. Wir waren sehr verliebt ineinander, aber unsere Kommunikation fand ausschließlich über den Zeitreisebriefkasten vor meinem Haus am See statt. Schlimm genug, dass ich diesen Film ansehen musste. Jetzt ziehst du mich damit auch noch auf. Meine Herren, ich habe eine Frage. Mich treiben die Themen Dates und Beziehungen um. Wir waren uns einig, du führst dieses Gespräch. Jemand muss zuvor dieses Gespräch mit mir führen. Ich komme gleich auf den Punkt. Wir müssen dafür sorgen, dass Leonard und Stephanie sich nicht trennen. Das kannst du gar nicht verhindern. Wieso nicht? Sieh dir Leonards Bilanz an. 27 Tage mit Joyce Kim. Und dann hat sie sich nach Nordkorea abgesetzt. 2 One-Night-Stands mit Leslie Winkle. Danach nannte sie ihn Lichtgeschwindigkeits-Leonard. Und ein 3-stündiges Abendessen mit Penny. 2,5 Stunden, wenn sie das Soufflé sofort bestellt hätten. Ausgehend von der geometrischen Progression hätte die Beziehung mit Stephanie nach 20 Minuten enden müssen. Ja, die Formel ist mir bekannt. X gleich 27 Tage durch 12 hoch N. Es geht doch nur um Folgendes. Wie vermeiden wir das Unvermeidbare? Wenn er weiterhin anziehend auf Stephanie wirken soll, tötest du am besten alle anderen Männer auf dem Planeten. Eins darfst du auf keinen Fall tun. Besprühe nicht mit diesem Deo aus der Werbung, bei dem sich die Frauen schon ausziehen, wenn sie es nur riechen. Das funktioniert nicht. Egal, wie viel du davon nimmst. Das ist alles apokalyptischer Völkermord und sparsamer Umgang mit Duftstoffen? Ja? Ja. Penny? Penny? Was? Penny? Zucchini-Brot. Ah, vielen Dank. Darf ich reinkommen? Nein. Danke. Schon klar, offenbar habe ich bei meinen letzten Nachforschungen über dich und Leonard irgendeine Grenze überschritten. Bitte entschuldige. Oh, danke. Dann nehmen wir unsere gesellschaftliche Beziehung wieder auf. Ja. Ausgezeichnet. Neues Thema. Mhm. Wie ist der Stand deines Menstruationszyklus? Was? Na, ich habe mal ein bisschen im Internet recherchiert und offensichtlich finden weibliche Primaten, du weißt schon, Altweltaffen, Schimpansen, du... Also sie finden ihr Männchen begehrenswerter, wenn es noch ein anderes Weibchen umwirbt. Dieser Effekt wird sogar noch verstärkt, wenn die Rivalin die durch den Eisprung freigesetzten Pheromone verströmt. Und jetzt zurück zu meiner Frage. Wo bist du in deinem... Ganz eindeutig komme ich 14 Tage zu früh.
Ich meine ja nur, wenn sie Gelbfieber und Malaria heilen können, warum gibt es dann noch nichts gegen Laktoseintoleranz? Lennart, jetzt vergiss das doch endlich. Du hast Käsesoße gegessen und dann gefurzt. Ich fand das richtig süß. Oh, hi Stephanie. Hi. Noch ein bisschen Wein? Ja, ich glaube, dass ich heute Nacht nicht mehr fahren muss. Was machst du da? Ich verspüre ein Verlangen nach weißem Spargel, was wohl dazu verurteilt ist, nie gestillt zu werden. Entschuldige mich. Sag mal, hast du sie noch alle? Ich helfe dir mit Stephanie. Indem du wie ein unter Verstopfung leidender Elch röhrst? Wenn ich es nicht hinkriege, das Glas zu öffnen und du schaffst es, mach dich das zum Alpha-Männchen. Verstehst du? Ein Weibchen, das dir zur Schaustellung physischer Dominanz beiwohnt, produziert das Hormon Oxytocin. Wenn ihr beide danach Geschlechtsverkehr habt, kommt es im Gehirn zu einer biochemischen Reaktion. Laien denken da naiverweise, sie würden sich verlieben. Könnte ich dir nicht einfach ein blaues Auge verpassen? Doch schon, aber versuchen wir es erstmal mit dem Deckel. Ich bin nicht stark genug, Lennart. Mach du das. Du tickst doch nicht richtig. Trau dich erst vorgelockert. Kann ich euch irgendwie helfen? Nein, nein, nein. Ich krieg das hin. Oh, ja, ja, er kriegt das hin. Und das ist auch nicht weiter überraschend. Ich habe mich schon vor sehr langer Zeit in meine Rolle als Beta-Männchen gefügt. Mach es auf. Oh, oh mein Gott. Aua. Hast du dich verletzt? Oh ja, ich glaube schon, ich blute. Wie ein Gladiator. Oh, Schatz, das muss genäht werden. Genäht? Mhm. Mit einer Nadel? Ja, nur ein paar kleine Stiche. Oh, okay. Ja, Augenblick noch. Übrigens liegt da ein Steak zum Auftauen drin. Wirklich hübsch, was Stephanie da gemacht hat. Ich hätte eine Matratze nach dem Langettenstich vorgezogen, aber der Erfolg gibt dir recht. Eine Narbe wird das leider nicht geben. Kriegsverletzungen sind die ehrenvolle Bestätigung von Männlichkeit. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass du irgendwann mal nicht geredet hast. Nur fürs Protokoll, du hast meine Bemühungen, dich als Alpha-Männchen zu etablieren, mit deinem Tränenausbruch boykottiert. Ich bin doch nicht in Tränen ausgebrochen, meine Augen haben nur etwas getränt. Getränt? Sie steckte eine Nadel in meine Hand. Hey, geht's meiner Heulboje besser? Ich heule nie. Hey, ich will dich doch nur ärgern. Aber geheult hast du doch. Alles im grünen Bereich, dann ab nach Hause und schnell ins Bett. Bleibst du bei mir heute Nacht? Nein, ich denke, du brauchst deine Ruhe. Sie hat recht, solange du dich übergibst, ist Beischlaf kontraindiziert. Vielen Dank, Dr. Cooper. Oh, wie immer gern, Dr. Hofstetter. Okay, ich hol dann mal deine Entlassungspapiere. Was? Na, du bist doch nun wirklich ein umgänglicher Mensch. Ich verstehe einfach nicht, warum es Frauen so schwerfällt, sich in dich zu verlieben. Machst du mir die auf? Zeigst du mir die nicht? Klar. Damit wird er geklärt, wieso Howard sein Medizinstudium geschmissen hat. Lennart, herzlichen Glückwunsch. Wozu? Zum Status-Update deiner Facebook-Site. Lennart Hofstetter ist in einer Beziehung. Hm? Was? Nein, das stimmt nicht. Oh Mann, hast du etwa deinen Status geändert, noch bevor sie es getan hat? Für einen Experten wie mich sieht das so aus, als hättest du es nötig. Ehrlich? Du hast ihn zuerst geändert nach nur 2 Wochen? Das ist gewagt. Das ist nicht gewagt, das ist ein Fehler. Ich habe meinen Status nicht geändert. Wer war's dann?
Ich hatte keine Wahl, er hat in ihrer Gegenwart geweint. Du hast dich in meinen Facebook-Account gehackt? Oh, was ist daran hacken, wenn du für alles das gleiche Passwort benutzt? Kal-El. Bist du irre? Jetzt wird sie denken, dass ich verzweifelt bin. Du hast diese Beziehung damit endgültig zerstört. Und das Schlimmste daran ist, dass du überhaupt nicht raffst, was du eigentlich falsch gemacht hast, weil du dir nicht vorstellen kannst, dass es etwas gibt, worin du kein Experte bist. Warum sollte ich kein Experte... Lass es sein! Ich will nie wieder auch nur ein Wort von dir hören. Was ist? Lassie ist Timmy in den Brunnen gefallen? Oh, wow. Sie hat gerade ihren Facebook-Status aktualisiert. Stephanie Barnett hat eine Beziehung mit Leonard Hofstetter. Wirklich? Oh, seht euch das an. Ich habe eine Freundin. Falls ich jetzt widersprechen darf, Dr. Sheldon Cooper hat's voll drauf. Ich kann da wirklich nichts entdecken, Sheldon. Du bist die Ärztin, aber ich höre stets und ständig dieses nervende Geräusch. Ich auch. Ist es ein hochfrequentes Pfeifen? Nein, es ist mehr ein permanentes, selbstverliebtes Dröhnen. Tja, da ist absolut nichts entzündet. Ach, bestimmt ist es ein Tumor. Ehrlich, das bezweifle ich. Vielleicht hast du eine schleichende bakterielle Infektion, weil dein Kopf in der Kindheit so oft in die Toilette gesteckt wurde. Das ist mir ständig passiert, ob ich mir dabei was eingefangen habe. Übrigens sogar in der Kirche. Wenn das wirklich von einer Klospülung kommt, kann ich es behandeln, denke ich. Mal sehen. Kreis, Kreis, rund, rund und schon bist du wieder kerngesund. Ich gehe ins Bett. Okay, ich komme gleich nach. Gut. Schlimm genug, dass sie sich über mich lustig macht, aber sie schafft es nicht mal, das Versmaß einzuhalten. Dir sollte endlich klar sein, dass Stephanie nicht hier ist, um deine eingebildeten Wehwehchen zu behandeln. Eingebildet? Ich höre ständig einen Ton, der eine Oktave höher als das mittlere C ist. Ist das eingebildet? Das kann nicht sein. Gute Nacht. Leonard, da wäre noch was. Ich berufe eine Krisensitzung gemäß Artikel 1 Absatz 3 unserer Mitbewohnervereinbarung ein. Nein, das lässt du Leonard sein. Leonard stimmt gegen die Sitzung. Sonst noch wer? Keiner. Damit ist der Antrag abgelehnt. Ich möchte die Sitzung damit beginnen, dass ich dir zu der positiven Entwicklung deiner Beziehung mit Dr. Stephanie gratuliere. Danke. Nachdem das nun geklärt ist, müssen wir über die Umsetzung der im Vorfeld vereinbarten Beiwohnungsklausel reden. Die Anwendung findet, seit ihr zwei hier zusammenlebt. Aber wir leben nicht zusammen. Da bin ich anderer Ansicht. Laut Definition lebt man mit seiner Freundin zusammen, wenn diese über Nacht bleibt. Und zwar A, in 10 aufeinanderfolgenden Nächten oder B, in mehr als 9 Nächten innerhalb von 3 Wochen oder C, an allen Wochenenden eines Monats zuzüglich 3er Wochentage. Das ist absurd. Ach, du hast es paraffiert, siehst du? LH, LH, LH. Warte mal, ich hab's doch nur paraffiert, weil ich dachte, es würde sowieso nie passieren. Ich habe auch unterschrieben, dass ich dich zu meinem Assistenten mache, sollte ich Superkräfte bekommen. Ja, das hast du. Naja. Fassen wir also zusammen. Die folgenden Bestimmungen treten hiermit in Kraft. Im Kühlschrank gibt es jetzt statt zweier individueller Fächer und einem Gemeinschaftsfach wie bisher 3 individuelle Fächer und die Tür ersetzt das Gemeinschaftsfach. Nächster Punkt. Die Wohnung muss statt zweimal jetzt 3-mal wöchentlich gesaugt werden, zwecks Kompensation der gestiegenen Menge abgestorbener Hautzellen. Drittens der Badezimmerplan. Frauen sollen ja andere Bedürfnisse haben als wir, also müssen wir darüber noch diskutieren. Ich gehe jetzt ins Bett. Ja, aber... Das könntest du wenigstens mitnehmen. Ach, und dass Stephanie das unterzeichnen. Hier, 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 hier und hier. Damit erklärt sie, dass sie weder jetzt noch in Zukunft beabsichtigt, Schlag- oder Blasinstrumente zu spielen.
Nein, absolut ausgeschlossen. Echauffier dich bitte nicht, wir haben Haushaltshandschuhe. Ganz egal, was du für Symptome hast, meine Freundin wird bei dir keine Prostata-Untersuchung vornehmen. Hi, Sheldon. Ah, guten Morgen, Dr. Stephanie. Ich gehe davon aus, Leonard hat dich letzte Nacht sexuell befriedigt. Hast du sie noch alle? Sheldon, es gehört sich nicht, solche Dinge zu fragen. Aber das hast du sie letzte Nacht auch immer wieder gefragt. Wieso darf ich nicht wenigstens einmal fragen? Er hat das sehr gut gemacht. Siehst du, sie ist nicht verärgert und du hast endlich deine Antwort. Mein Kaffee ist alle, ich brauche Kaffee. Hallo. Hi, Stephanie, richtig? Aha, und du bist? Penny, ich wohne gegenüber. Ich habe schon viel von dir gehört. Tatsächlich? Aha. Ich von dir nicht das kleinste Wörtchen. Leonard, wieso habe ich noch nie etwas von dieser Frau gehört, die gegenüber wohnt und morgens einfach so in deine Wohnung reinplatzt? In ihrer Unterwäsche. Sie hat von dir bereits gehört, weil wir, zusammen sind. Und du hast noch nie von ihr gehört, weil... Ich habe noch nie mit ihr geschlafen, ich schwör's. Es lag aber nicht daran, dass er es nicht versucht hätte. Vielen Dank, Sheldon. Keine Ursache, Leonard. Also, ich wollte damit sagen, Penny ist nur eine von vielen Nachbarinnen und, weißt du, die Nachbarn in diesem Haus kommen und gehen. Ja, ganz zwanglos, kein Dresscode und so. Manchmal gehe ich morgens sogar im Schlafanzug in den zweiten Stock runter und frühstücke mit Mrs. Vartabedian. Wirklich? Ich wurde noch nie zum Frühstück eingeladen von Mrs. Vartabedian. Sie kann dich nicht leiden. Musst du nicht gleich eine Gallenblase rausnehmen, denn ich wollte duschen gehen und Penny wird sich etwas anziehen, also... Es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Es war nett, dich endlich kennengelernt zu haben. Und ich komme heute wieder her. Na klar, bis dann. Womit könnte ich bloß Mrs. Vartabedian verärgert haben? Also, das ist Stephanie, hä? Ich habe auf einmal das Gefühl, ich hätte eine Prostata-Untersuchung gehabt. Sie scheint wirklich nett zu sein. Oh, und wie! Sie ist sagenhaft und sie erweist sich als wertvolle Mitbewohnerin. Mitbewohnerin? Ihr wohnt hier schon zusammen? Wie die Hippies. Sie ist nicht hier eingezogen. Müssen wir den Papierkram nochmal durchgehen? Wir leben nicht zusammen. Ganz sicher? Aber sicher bin ich mir ganz sicher. Na gut, lass uns nachsehen. Wenn ich mit einer Frau zusammenleben würde, wäre ich da nicht der Erste, der es wüsste? Nein, Schätzchen, du wärst der Letzte, der es wüsste. Schöne Kleider. Ich wette, das hier steht dir sehr gut. Wir leben nicht zusammen. Ist klar. Duftkerzen, Plüschpantoffeln, geblümtes Bettzeug. Wir leben nicht zusammen. Na gut, weiter geht's. Wer sind diese Leute hier in Disney World? Der große Hund ist Goofy. Und wer das ältere Pärchen mit den Mäuseohren ist, weiß ich leider nicht. Wir leben nicht zusammen. Du willst es einfach nicht wahrhaben. Na gut. Also, hier haben wir deine Bodylotion, dein InStyle-Magazin. Oh, und dein Schmuck. Wir leben nicht. Wo ist mein Bat-Signal? Du hast ein Bat-Signal? Ich hatte eins. Es stand genau hier. Sie muss es. Oh mein Gott, wir leben zusammen. Wirklich? Wie bist du drauf gekommen? Neue Hose? Ja, hat Stephanie mir gekauft. Nett? Nylon? Es ist wohl eher ein Mischgewebe aus Wolle und Feuerameisen. Deine Freundin kauft also Klamotten für dich, das klingt ernst. Das ist es ja auch. Ich habe hin und her überlegt und dann entschieden, dass es Zeit für uns beide ist, zusammenzuziehen. Ach, Leonard, Riesenfehler.
Wenn du wolltest, könntest du an jedem einzelnen Finger wenigstens 10 Frauen haben. Aber nein, du musst dich ja mit allen 10 Fingern an einer einzigen festkrallen. Ich hab wenigstens eine zum Festkrallen und du? Die reinste Qual der Wahl, wenn es um potenzielle Sexualpartnerinnen geht. Seht ihr die Blonde da hinten? Ich kann sie aufreißen und du nicht. Na, tu dir keinen Zwang an. Sie ist nicht mein Typ. Ist aber schade, sie hat dich immer wieder angesehen. Ja, wirklich? Natürlich nicht, wieso auch? Es interessiert mich nicht, was ihr denkt. Stephanie und ich sind sehr glücklich darüber, dass wir zusammenleben. Wer von euch sofort seine Hose mit mir tauscht, bekommt $20 von mir. Sheldon, was machst du denn hier? Augenblick. 130 zu 80. Leicht erhöht. Das schreibe ich dem Stress zu, den das Überlisten der Sicherheitskontrolle verursacht hat. Woher hast du das Stethoskop und die Blutdruckmanschette? Meine Tante Marion schenkte mir beides zu meinem 12. Geburtstag. Falls ich in theoretischer Physik durchgefallen wäre, hätte ich darauf zurückgreifen können. Und übrigens, die Blutdruckmanschette nennt sich Spygmomanometer. Danke. Lernt ihr sowas nicht im Medizinstudium? Ich muss arbeiten, Sheldon. Ja, ist schon klar. Ich brauche nur deine Bewilligung für diese Untersuchungen. Ein Belastungs-EKG, Ganzkörper-MRT, Elektromyogramm, großes Blutbild, Endoskopie des oberen Verdauungstrakts. Oh, und eine explorative Laparoskopie. Als ich das letzte Mal Schluck auf hatte, schien mein Zweifel nur so zu tun, als wäre es daran beteiligt. Geh nach Hause, Sheldon. Wenigstens die Röntgenuntersuchung des Verdauungstrakts. Ich habe das Barium sofort schon getrunken. Oh, hey. Ah, gut. Hast du zufällig Weichspüler? Ja, klar. Was willst du da waschen? Ein Krokodil? Nein, die Hose, die ich von Stephanie habe. Oh, Schatz, die kannst du nicht in der Maschine waschen. Danach wär sie hin. Ganz sicher? Auf jeden Fall. Oh nein, hättest du mir das doch bloß eher gesagt. Habt ihr irgendwelche Probleme? Nein, alles ist schön. Wirklich? Ja, es ist fantastisch. Na gut, mag sein, dass diese Sache mit dem Zusammenleben etwas überstürzt kam, aber es ist toll, richtig gut. Okay, Leonard, wenn dir gewisse Dinge Bauchschmerzen bereiten, dann darfst du ihr sagen, was dir daran missfällt. Meinst du, das klingt irgendwie falsch? Bitte glaub mir, deine Gefühle sind genauso wichtig wie ihre. Nein, das klingt auch nicht ganz richtig. Sag ihr doch ruhig, dass eure Beziehung sich in einem Tempo entwickeln sollte, mit dem ihr beide euch wohlfühlt. Ja, sowas in der Art könnte ich ihr tatsächlich sagen. Das werde ich auch. Ich danke dir. Gern geschehen. Du hast für solche Sachen wirklich ein Händchen. Würdest du vielleicht mit ihr reden? Das war ein Witz, oder? Nein, aber ist schon gut. Ich werde mal mit dir reden. Kommst du mit? Geh! Wow! Oh nein! Was denn? Du hattest recht. Du hast eine schwere Kehlkopfentzündung. So was Alarmierendes habe ich noch nie gesehen. Ich wusste es doch! Was soll ich jetzt tun? Du darfst keinen einzigen Ton mehr von dir geben, und zwar ab sofort. Für wie lange? Ab sofort. Hey! Oh, Herr Schatz! Sheldon? Was ist vorgefallen? Sheldon wurde soeben operativ entfernt. Vorsicht, wenn du nicht alles erwischt hast, verschlimmert es sich. Schon klar. Wir sollten uns unterhalten. Oh, oh. Meinst du nur unterhalten oder unterhalten? Welchen Unterschied gibt es da? Okay. Wie wär's, wenn du mir einfach sagst, was du mir sagen möchtest? Ja, gut. Also, tja, es ist so, dass
mit uns beiden war ja schon fast ein bisschen überstürzt. Und? Es ist nur etwas gruselig. Oh ja, aber erregend gruselig, oder? Ja, schon. Gruselig ist doch eigentlich immer erregend. Okay, ich habe Gefühle, richtig? Aha. Genau, und es ist doch mein gutes Recht, diese Gefühle zu äußern, oder? Natürlich, Schatz. Erzähl mir doch einfach, was du fühlst. Na gut, also ich denke, es ist wichtig, dass wir beide nicht vergessen, dass unsere Tempi sich aufeinander zubewegen müssen, um ein gemeinsames zu finden und... Ach, verflucht, gerade hatte ich es nicht. Okay, machen wir es anders. Am besten erzähle ich dir, was ich fühle. Ja, das wäre gut. Wirklich, jetzt gleich? Wieso nicht? Weil ich gerade gegessen habe und eine Stunde warten sollte. Ich denke, das gilt fürs Schwimmen. Ah, okay. Ja, dann. Hauptsache, ich krieg keinen Krampf. Ja. Hey. Hey, ich habe deine Wäsche in den Trockner gesteckt. Danke. Deine Hose ist hin. Gut. Und, wie ist das Gespräch mit Stephanie gelaufen? Naja, in gewisser Weise richtig, richtig gut. Hast du ihr gesagt, dass du es langsamer angehen lassen willst? Nicht wortwörtlich, aber ich habe ihr gesagt, dass ich Gefühle habe. Sehr gut, sehr gut. Und, was war dann? Und dann sind wir irgendwie vom Thema abgekommen. Ihr hattet Sex, nicht wahr? Ein bisschen. Was denn? Ach, nichts. Das hört sich doch so an, als würde sich alles zum Guten wenden. Ja, es ist alles in Ordnung. Alles wendet sich zum Guten. Auf die eine oder andere Art. Ach, na hör mal, Lennart. Du darfst auch mal deine eigenen Vorstellungen durchsetzen. Darauf hast du einen Anspruch. Wirklich? Ja, du musst nicht immer mit allem einverstanden sein, was die Frau will. Hm. Was? Nichts, ich sehe nur mein ganzes Leben gerade vorbeiziehen. Na gut, die Sache ist die, ich habe Angst, sie zu bitten, es langsamer anzugehen, weil sie dann vielleicht Schluss macht. Tja, das Risiko musst du eingehen. Glaub mir, wenn es passieren soll, wird es passieren. Sehr beruhigend. Na gut, was... Was soll ich ihr denn sagen? Keine Ahnung. Was haben die Frauen denn zu dir gesagt, wenn sie es langsamer angehen lassen wollten? Ich hab dich echt gern, aber ich versuch's erst noch mal mit Mark. Ja, das würde einiges verlangsamen. Oh, tut mir leid, ich hab dich unterbrochen. Was wolltest du sagen? Richtig, ja. Also, Stephanie, mhm. Es ist so, ich mag dich wirklich sehr. Oh Gott, ich ahne, was jetzt kommen wird. Was meinst du? Ich mag dich wirklich sehr, aber vielleicht sollten wir uns nicht so oft sehen, weil ich nämlich meinen Freiraum brauche. Aber ich rufe dich Dienstag an, aber du wirst mich nicht anrufen, also rufe ich dich an, aber du rufst mich nicht zurück. Und wenn wir uns dann in einem Café begegnen, tust du so, als hättest du Probleme mit deinem Anrufbeantworter gehabt. Und ich weiß, dass du lügst, aber ich tue so, als wäre es mir ganz egal, obwohl es mir das Herz zerreißt. Nein! Nein, nein, ich wollte nichts derartiges sagen. Ich wollte doch nur sagen, dass... Ich mag dich wirklich sehr gern. Oh, gut. Ich mag dich nämlich auch sehr gern. Hervorragend. Hey. Hey. Netter Pullover. Ja, den habe ich von Stephanie. Ich finde ihn lustig. Da ist ein blauer Vogel drauf. Ja, das ist ja das Lustige dabei.
Wir bekommen auch noch neue Vorhänge für mein Schlafzimmer und Bettrüschen und ein Duvet. Was auch immer ein Duvet ist, aber wenn ich es wüsste, würde ich sicher keins haben wollen. Aber jedes Mal, wenn ich darüber reden will, weint sie und wir haben Sex. Du hast dein Glück. Bei mir ist es nämlich genau umgekehrt. Wenn du nicht mit ihr reden kannst, schicke doch eine SMS. Wäre das nicht ziemlich feige? Oh ja, tiefer kann man nicht mehr sinken. Allerdings. Aber andererseits trägst du einen Vogelpullover. Gutes Argument. Ich denke, es wäre für unsere Beziehung von Vorteil, wenn du wieder in deine Wohnung zurückziehen würdest. Gesendet. Erledigt. Schön für dich. Ja, schön für mich. Ich werde nie wieder Sex haben. Oh, hab mich geirrt. Bis dann. Sheldon? Ich habe eine Kehlkopfentzündung. Okay. Wir haben keinen Kräutertee mehr. Hast du welchen? Okay, ich sehe mal nach. Und ich hätte gern dein kleines Gesäß mit Honig. Gesäß? Gefäß. Deine Beweisführung ist ohne jeden wissenschaftlichen Wert. Es ist allseits bekannt, dass Superman seine Uniform säubert, indem er in die gelbe Sonne der Erde fliegt, welche jegliche kontaminierte Materie verbrennt und den kryptonischen Stoff, ohne ihn zu beschädigen, blütenrein macht. Und wenn er was Kryptonisches draufkriegt, was dann? Zum Beispiel? Keine Ahnung, kryptonisches Apfelmus. Ja. Als der Planet Krypton explodierte, wurden mit Sicherheit alle kryptonischen Lebensmittel restlos vernichtet. Oder in Apfelmus-Kryptonit verwandelt. Die einzige Chance, einen bösartigen kryptonischen Nachtisch zu vernichten. Raj, ich bitte mir etwas mehr Ernst aus. Supermans Körper ist kryptonisch, somit ist auch sein Schweiß kryptonisch. Ja, was ist mit kryptonischen Schweißflecken? Superman schwitzt doch auf der Erde nicht. Okay, er wird in die Flaschenstadt Kandor zum Essen eingeladen, miniaturisiert sich, betritt die Stadt und verliert seine Superkräfte. Dann fragt sein Gastgeber eine kleine Partie kryptonisches Federball gefällig. Superman sagt gern und beim Spielen schwitzt er so richtig. Dann kommt er zur Erde zurück, befleckt mit unzerstörbarem kryptonischen Schweiß. Bingo. Superman hätte seine Uniform vor dem Verlassen der Flasche in eine kandorianische Reinigung gebracht. Kandorianische Reis. Ich geb's auf. Man kann nicht diskutieren mit dem Mann. Hey, das ist doch der Kerl, der das MacArthur-Genie-Stipendium gekriegt hat. Nicht alle auf einmal. Und wie dann? Leonard? Jetzt Raj. Und jetzt Sheldon. Ich konnte ihn nicht sehen. Darf ich nochmal? Nein! Das ist David Underhill, ja. Und? Was heißt na und? Durch seine Beobachtung hochenergetischer Positronen hat er den ersten Beweis für die Existenz galaktischer dunkler Materie erbracht. Dazu fallen mir zwei Wörter ein. Das erste wen, das zweite juckt. Doch, das ist sehr bedeutsam. Damit ist die von dir geleistete Arbeit, seit du hier bist, für die Katz. Ist sie nicht. Ist sie wohl? Ist sie vielleicht ein bisschen davon, aber... Also er war einfach nur zur rechten Zeit, am rechten Ort, mit der richtigen, zu einem Paradigmenwechsel führenden Neuinterpretation. Er hatte Dusel. Und das auf mehrfache Weise. Er ist ein attraktiver Mann. Mich lässt er völlig kalt. Wenn ich auf dem Trip wäre, würde ich doch eher auf Zac Efron stehen. Als hättest du bei Zac Efron eine Chance.
Entschuldige bitte. Bist du Leonard Hofstetter? Ja. Ich bin David Underhill. Ja. Dr. Gabelhauser sagte, falls ich am Fotoelektronenvervielfacher etwas ändern wollte, könntest du mir dabei helfen. Du brauchst meine Hilfe? Naja, wenn du Zeit hast, ja. Wow, ja, klar, kein Problem. Hier ist meine Privatnummer, die vom Handy, die vom Büro und für alle Fälle die meiner Eltern in New Jersey. Ich bin also immer erreichbar. Danke. Gratulation zum MacArthur-Stipendium, bin ein Fan von dir. Danke, ich ruf an. Okay, bis dann. Was ist, noch nie einen scheinheiligen Schleimer gesehen? Es läuft nicht mehr rund. Wolowitz braucht einen Streik, um Sheldon Cooper noch einzuholen. Der nach dem 9. Durchgang führt mit seinem persönlichen Highscore von 68. Hey, Leute! Das zählt nicht. Neuer Versuch, neuer Versuch! Es gibt keine erneuten Versuche im Wii Bowling. Ich kriege immer neue Versuche, wenn ich mit meiner Familie spiele. Wo warst du? Was war wichtiger als unser Bowlingabend? Wenn du es genau wissen willst. Das war eine rhetorische Frage. Es gibt nichts Wichtigeres als den Wii Bowlingabend. Ich bitte dich, es ist ein Videospiel und wir sind total schlecht darin. Oh, tolle Motivationsrede vom Mannschaftskapitän. Wo warst du? Bei der Arbeit mit Dave Underhill. Oh, Dave. Anscheinend hat Leonard jetzt einen neuen besten Freund. Ehrlich gesagt, er ist ziemlich cool. Er ist nicht nur ein genialer Wissenschaftler, sondern stellt euch vor, ein erfahrener Extremskifahrer. Er sammelt Oldtimer-Motorräder und spielt in einer Rockband. Na und? Wir sind auch in einer Rockband. Nein! Wir spielen Rockband auf der Xbox. Tolle Motivationsrede von unserem Leadgitarristen. Und witzig ist er auch. Ich find's wahnsinnig komisch, wie er Stephen Hawking beim Telefonsex imitiert. Was hast du gerade an? Das war nichts, er kann's besser. Jedenfalls nimmt er mich mit ins Fitnessstudio, deswegen mache ich jetzt meine Sit-Ups. Oh, da hat's ja gewaltig gefunkt. Ja, eine innige Männerbeziehung. Hey, Sheldon, stellt ihr bei euch einen Weihnachtsbaum auf? Nein, weil wir das antike heidnische Fest basierend auf den Saturnalien nicht feiern. Saturnalien? Komm mit ihr, Kinder, es ist Zeit für Sheldons geliebtes Weihnachtsspecial. Wenn in der vorchristlichen Zeit die Wintersonnenwende nahte und die Blätter abstarben, brachten Heiden immergrüne Zweige in ihr Heim. Eine auf dem Analogiezauber beruhende Handlung, um die Lebensessenzen der Pflanzen bis zum Frühjahr zu beschützen. Später machten sich die Nordeuropäer diesen Brauch zu eigen und schließlich wurde daraus der sogenannte Weihnachtsbaum. Und jetzt, Charlie Brown, konntest du erfahren, was Langeweile bedeutet. Okay, also vielen Dank dafür, aber ich habe für dich und Leonard ein paar ausgefallene Geschenke und leg sie unter meinen Baum. Nein, warte. Du hast mir ein Geschenk gekauft? Aha. Wieso machst du denn so etwas? Ich weiß nicht, weil Weihnachten ist? Oh, Penny, ich weiß, du denkst, du wärst großzügig, aber das Schenken basiert auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit. Das heißt, du schenkst mir nichts, sondern du erlegst mir eine Verpflichtung auf. Werd nicht böse, Penny. Das ist ein klassischer Anfängerfehler. Bei meinem ersten Chanukka-Fest mit Sheldon hat er mich eine Woche lang angeschrien. Ja. Nein, Schatz, schon okay. Ich erwarte keine Gegenleistung. Oh, doch natürlich, denn der Brauch schreibt vor, dass ich jetzt losziehe und für dich ein Geschenk von vergleichbarem Wert erstehe, welches auf derselben Wahrnehmungsebene der Freundschaft liegt, wie das Geschenk, das ich von dir erhalten werde. Ist doch kein Wunder, dass die Selbstmordrate zu Weihnachten explodiert. Okay, vergiss es, dann check ich dir eben nichts. Nein, zu spät. Auf diesem Wichtelaufkleber steht auch schon für Sheldon. Die Würfel sind gefallen, der Finger schrieb, dann glitt er fort. Hannibal hat die Alpen überquert. Ich weiß, solange es uns nicht trifft, ist es lustig. Sheldon, es tut mir wirklich ganz schrecklich leid. Nein, nein, das habe ich mir selbst zuzuschreiben, weil ich so ein liebenswerter und wichtiger Teil deines Lebens bin. Und ihr fahrt mich zum Shopping Center. Und schon hat's uns getroffen. Au! Au! Und, schaffst du es? Ja, na klar. Gut. Danke, dass ich dein Motorrad ausprobieren durfte. Kein Problem. Ich hatte keine Ahnung, dass es so schwer ist. Das Ding ist einfach so auf mich draufgefallen, was? Ja, dein Glück, dass es nicht gefahren ist. Ah,
hey, Lennart. Oh, geht's dir gut? Oh ja, nur ein kleiner Motorradunfall. Mein Gott, wie schnell bist du denn gefahren? Keine Ahnung, es ging alles so schnell. Der ist gut. Er konnte es nicht mal starten. Hi, Dave. Penny, hi, das ist also dein Motorrad. Aha. Oh, ist es jetzt hin? Nein, alles okay. Glücklicherweise ist es auf mein Bein gefallen. Kannst du mir bei diesem Speed Junkie mal helfen? Oh ja, na klar. Und Dave, woher kennst du Lennart? Ich bin Physiker. Ah, nein, das kann nicht sein. Was ist daran so erstaunlich? Naja, die Physiker, die ich kenne, sind allesamt Stubenhocker und leichenblass. Ich bin kein Stubenhocker. Ich benutze nur den richtigen Sunblocker, weil ich ein Melanom nicht auf die leichte Schulter nehme. Arbeitest du mit Lennart zusammen an einem Experiment? Ja, irgendwie schon. Wir untersuchen Strahlungspegel von Fotovervielfältigerröhren für einen Dunkelmateriendetektor. Lennart, du hast Dave unterbrochen, ja? Weißt du, ich liebe die Naturwissenschaft. Seit wann? Schon immer. Nenn mich ruhig einen Geek, aber ich bin total verrückt auf diese subatomare Partikelsache. Ich würde dich doch niemals einen Geek nennen. Tja, das bin ich aber, die Königin der Nerds. Hey, wenn du magst, kann ich dir unser Labor zeigen. Wir haben da ein paar coole Spielsachen, Laser und sowas. Offen gesagt, wollte ich schon immer mal ein großes wissenschaftliches Labor sehen. Seit wann? Schon immer. Lennart, kommst du allein klar? Ja, schon. Sehen wir es uns doch gleich an. Vielleicht fahren wir hinterher mit dem Motorrad die Küste hoch und gehen was essen. Ja, tolle Idee. Ich hole nur meine Jacke. Mann, die hat's drauf, was? Ja, wenn man auf den Typ steht. Also du und sie... Nein, wir sind nur Nachbarn. Wirklich? Ich weiß nicht, wie du nebenan wohnen kannst, ohne da was zu machen. Es ist so... Der Wissenschaft gehört mein Herz. Okay, gehen wir. Alles klar. Bis morgen, Lennart. Ja. Wiedersehen, Penny. Viel Spaß. Ja? Hast du den Schlüssel vergessen? Also ich sehe hier nichts, was eine Frau gebrauchen könnte. Mach die Augen auf. Die haben hier Lotions und Badeöle und Seifen. Das ist der Östrogen-Hattrick. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein kakophonischer Angriff von Eukalyptus, Myrrhe, Zimt und Vanille. Mir ist, als stecke mein Kopf im Pyjama eines Sultans. Sheldon, wenn dir das hier nicht gefällt, dann basteln wir hier neben an einem Bären. Ich hab's schon mal gesagt, Bären sind furchteinflößend. Na, hör mal, Badesachen, das ist perfekt. Hier ist eine Duftkerze, ein Reinigungstuch und mit Minze und Grüntee parfümiertes Badeöl löst Verspannung. Vorausgesetzt, dass Penny angespannt ist. Sie ist es, denn sie kennt dich wie wir alle. Los, nimm es. Verzeihung, wir sind fertig. Nein, sind wir nicht. Hm. Nehmen wir für einen Moment an, dass ich die Badeartikel-Geschenkhypothese akzeptiere, dann verweise ich auf folgendes Problem. Welche Größe? Diese hier, lass uns gehen. Aber du hast es noch nicht genau durchdacht. Tut mir leid. Diese hier, lass uns gehen. Die vorliegenden Daten reichen nicht, um zu handeln. Verzeihen Sie, Miss? Ja. Wenn ich Ihnen diesen Geschenkkorb überreichen würde, wie würden Sie auf Grundlage dieser Handlung und ohne weitere Daten die zwischen uns bestehende hypothetische Beziehung ableiten und beschreiben? Wie bitte? Hier. Sind wir jetzt Freunde, Kollegen, ein Liebespaar? Sind Sie meine Großmutter? Ich verstehe nicht, wovon Sie reden und bin auch offen gesagt ein bisschen verwirrt. Siehst du, hört sich genauso an wie bei dir und Penny. Wir kaufen ihn. Hey, Lennart, setz dich zu uns. Oh, hey, Dave und Penny, das ist ja eine Überraschung. Hey, Lennart, Dave hat mich in der Universität herumgeführt. Weißt du, das ist ja hier unglaublich. Ich weiß, ich wollte dir das schon ein gutes Jahr lang zeigen. Du hast immer gesagt, du hast Yoga. Das ist ja gar nicht wahr. Vielleicht habe ich mich auch verhört. Viele Wörter klingen wie Yoga. Penny ist eine beachtliche Frau, Lennart. Sie hat viel Wissbegier und Auffassungsvermögen. Von ihrer Wissbegier in anderer Hinsicht wollen wir mal schweigen. Halt deine Klappe. Ja, bitte, halt die Klappe.
Also, Dave, kann es sein, dass wir beide wieder ins Labor müssen? Die dunkle Materie spürt sich nämlich nicht von selbst auf. Ich nehme mir heute Nachmittag frei, um mit Penny an einem anderen Experiment zu arbeiten. Ach ja, wir wollen ein Experiment machen? Aha. Wir werden die Auswirkungen von Tequila auf eine hinreißende 22-Jährige beobachten. Das ist kein Experiment, du weißt doch, was gestern Abend war. Können wir gehen? Ja. Na dann. Oh, darf ich das Motorrad fahren? Ja, wieso nicht? Schlechter als bei Lennart wird's nicht gehen. Nur ein kleiner Scherz. Ja, der war gut, echt witzig. Meinem Bein geht's leider nicht besser. Danke der Nachfrage. Gute Nachricht, Lennart. Ich habe mein Dilemma mit dem Geschenk für Penny gelöst. Yippie. Es bestand die Gefahr, dass ich möglicherweise zu viel oder zu wenig zurückschenke, aber ich habe mir einen idiotensicheren Plan ausgedacht. Ich öffne ihr Geschenk für mich zuerst, werde mich dann entschuldigen unter dem Vorwand, ich hätte Verdauungsprobleme und dann recherchiere ich im Internet den Wert ihres Geschenkes, wähle den Korb aus, der diesem Wert am nächsten kommt und gebe ihn ihr. Dann bringe ich die anderen Körbe zurück und kriege das Geld wieder. Einfach genial. Mhm. Ja, das finde ich auch. Hast du was dagegen, wenn ich sie in deinem Zimmer verstecke? Von den Gerüchen wird mir leider ganz schlecht. Mach doch, was du willst. Danke, das ist sehr liebenswürdig. Gentlemen? Wieso konntest du es nicht einfach so machen, wie Leonard und Penny einen neuen Freund besorgen? Nein, leider geht's meinem Bein gar nicht gut. Danke der Nachfrage. Also, ich habe nur eine Frage an dich. Ich bin zwar vollauf zufrieden damit, wie es zwischen uns läuft, aber hast du mir nicht gesagt, dass du nicht mit mir ausgehst, weil ich viel zu intelligent für dich wäre? Falls du es nicht gemerkt hast, eins noch. David Underhill ist 10-mal intelligenter als ich. Man müsste ihm schon einen Schienennagel ins Gehirn treiben, damit ich ihn im Schach besiegen könnte. Neben ihm bin ich wie einer dieser Gorillas, der in Zeichensprache um Weintrauben bitten kann. Meine Frage ist also, was soll das bloß alles? Wieso schreist du mich so an? Entschuldige, tut mir leid, es ist schon alles gut. David ist nicht intelligenter als du, er ist ein Idiot. Ach ja? Wieso sagst du das? Weil jemand, der wirklich intelligent ist, die Nacktfotos seiner Frau aus dem Handy löscht, bevor er versucht, seine Freundin nackt zu fotografieren. Er hat versucht, Nacktfotos von dir zu machen? Das ist das Einzige, was dich daran interessiert? Ich sagte, er ist verheiratet. Oh ja. Tut mir... das ist ja furchtbar. Und du, wenn du einverstanden damit bist, wie es zwischen uns läuft, warum bist du dann eifersüchtig? Na, der Mann hat verschwiegen, dass er verheiratet ist. Wie furchtbar! Gut pariert, du Genie. Eierflip? Laktose. Es ist bloß rum, der Rest ist schon seit einer halben Stunde alle. Mild. Milder als du. Hör mal, es ist Weihnachten. Kannst du mir verzeihen? Okay. Frohe Weihnachten. Meinem Bein geht's übrigens miserabel. Danke der Nachfrage. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Wie geht's deinem Bein? Gut, danke der Nachfrage. Komm rein. Oh, gut. Penny, du kommst sicher, um Geschenke auszutauschen. Du wirst vielleicht überrascht sein, aber ich bin auf alles gefasst, was du mir bietest. Okay, hier. Ich füge hinzu, ich habe hin und wieder Verdauungsbeschwerden. Also erschrick bitte nicht, wenn ich mich plötzlich entschuldigen muss.
eine Serviette. Sieh dir die Widmung an. Für Sheldon. Lebe lang und in Frieden. Leonard Nimoy. Er kam in unser Restaurant. Tut mir leid, dass sie schmutzig ist. Er hat sich damit den Mund abgewischt. Oh. Ich besitze die DNA von Leonard Nimoy. Naja. Ja, ja, mag sein. Aber er hat sie für dich signiert. Ist dir eigentlich klar, was das bedeutet? Ich brauche jetzt nur noch eine gesunde Eizelle, dann kann ich mir meinen eigenen Leonard Nimoy züchten. Okay, also von mir bekommst du nur die Serviette, Sheldon. Bin gleich wieder da. Hier, mach es auf. Oh. Oh, ein Geschenkgutschein für Motorradfahrstunden. Sehr aufmerksam. Ja, und ich habe darauf geachtet, dass es in der ersten Stunde darum geht, das Motorrad nicht fallen zu lassen, wenn man steht. Dann wird dir sicher gefallen, was ich für dich habe. Lass sehen. 101 total coole wissenschaftliche Experimente für Kinder. Weil du ja neuerdings auf Naturwissenschaft stehst. Sheldon, was hast du getan? Oh, ich weiß. Das ist noch zu wenig, stimmt's? Hier. Sieh nur, Sheldon umarmt mich. Das ist das klassische Saturnalienwunder. Das war der letzte Servo. Hier ist der mobile omnidirektionale Neutralisations- und Terminations-Eradikator. Oder Monte. Merkmale: eine messerscharfe Gelenkkillersäge, ein Schleif- und Kipprad aus Polycarbonat, ein Panzerplatten-Außenskelett für Unter- und Oberseite, ausgestattet mit einem PS, das ausreicht, diesen 110 Pfund schweren mechanisierten Tod in 4,8 Sekunden vernichtend zuschlagen zu lassen. Ist es falsch, wenn ich sage, ich liebe unseren Killerroboter? So wie meinen Vater, liebe und verstech den Kleinen. So, genug der Worte. Lasst uns was zerstören. Eins, zwei, drei. Also, was soll als erstes Montezorn zu spüren bekommen? Vielleicht sollten wir mal klein anfangen. Okay. Oh, vielleicht finden wir ja heute heraus, was sich im Inneren der magischen Achterkugel befindet. Das habe ich schon, als ich 4 war. Das ist ein Ikosaeder schwimmend in blau gefärbtem Wasser. Mann, gib doch Spoiler-Alarm, bevor du solche Sachen erzählst. Wie wär's denn mit dem Toastergrill? Was hat der Toastergrill dir denn getan? Was hab ich Jimmy Mullins in der 3. Klasse getan? Er hat mir ins Gesicht geschlagen mit meinen eigenen Fäusten. Entschuldige, kleiner Nerd, du bist einfach nur zur falschen Zeit im falschen Jungzimmer. Gentlemen, die Schutzbrille. Dies ist ein feierlicher Augenblick. So wie Robert Oppenheimer oder Neil Armstrong benötigen wir die richtigen Worte für dieses historisch-wissenschaftliche Ereignis. Wie wär's mit Tod dem Toaster? Das musste gehen. Gut, was als nächstes?
Nein, ich denke, ich gehe heute nicht mehr weg und mache meine Wäsche. Oh yeah, unser Monte hat die Tür voll erwischt. Lennart? Aha. Was in aller Welt? Ein Killerroboter haben wir gebaut. Ja, und er hätte mich beinahe umgebracht. Hätte er dich töten wollen, wärst du schon tot. Und, wen will er denn eigentlich umbringen? Bitte entschuldige. Weißt du nicht, dass demnächst das südkalifornische Ausscheidungsturnier der Roboterkampfliga stattfindet? Ja, ich fürchte, man hat mir wohl noch nicht alle Post hierher nachgeschickt. Es ist eine Megasache. Mit Preisverleihungsbankett und anschließend findet ein Ball statt. Vielleicht möchtest du ja mit mir hingehen. Ich weiß, dass die Kollegen begeistert wären, dort mal eine Frau zu sehen. Was für ein Ball ist das, wenn ich die einzige Frau bin? Oh, naja, ich habe das vielleicht nicht ganz deutlich ausgedrückt. Du wärst die Einzige, bei der man gern hinfasst. Du bist ein Schwein, Howard. Wieso denn? Das war doch ein nettes Kompliment. Howard, wenden wir uns dem Roboter zu. Ich bitte dich, Lennart, nicht jetzt. Penny und ich sind mal wieder bei einem unserer kleinen Tänzchen. Unser Tänzchen? Beim sinnlichen Schlagabtausch der erotischen Widerworte. Aber so köstlich das Hors d'oeuvre auch sein mag, es kommt irgendwann der Punkt, an dem wir uns dem Hauptgang hingeben müssen, solange er noch... heiß ist. Ich bitte dich ein letztes Mal, sei still. Na gut, normalerweise kann ich dich einfach ignorieren, weil ich verstehe, dass du ein Sonderling bist, so wie Sheldon. Nein, entschuldige, Penny, aber in diesem Raum bist wohl eher du der Sonderling. Ja, damit hast du recht. Aber wieder zu dir. Ich weiß, du hältst dich schlichtweg für einen unwiderstehlichen Charmeur, aber in Wahrheit bist du einfach nur armselig und abstoßend. Was soll mir das sagen? Damit sage ich, dass es kein Kompliment ist, das man bei mir hinfassen möchte. Es ist nicht sexy, auf meinen Hintern zu glotzen und zu sagen, oh, das muss Gelee sein, weil Marmelade nicht so wackelt. Und vor allem, machen wir zwei keinerlei Tänzchen. Es gibt zwischen uns kein Hin und Her. Zwischen uns wird es nie etwas geben, niemals. Moment mal, das ist kein Flirt, du meinst das ernst? Ein Flirt? Du denkst, ich flirte mit dir? Ich flirte keineswegs mit dir. Mit dir wird niemals eine Frau flirten. Du wirst einfach nur alt werden und einsam sterben. Danke für diese Info. Howard, wo gehst du denn hin? Ich gehe nach Hause, um ein abstoßendes, lächerliches Leben zu führen. Wow. Naja, das... Einer muss das ja mal sagen. Was ist? Er sagte, am besten wäre es, wenn wir dich zum Killer-Roboter-Wettbewerb anmelden. Das Telefon klingelt, Howard! Ich hätte einen verrückten Vorschlag, Mark. Geh einfach ran! Hallo? Ist gut, Moment. Es ist dein Freund Lennart. Ja, wir wissen, warum du heute nicht in der Schule warst. Ich gehe nicht zur Schule, Mark. Ich arbeite in der Universität. Das ist doch eine Schule. Jetzt nimm endlich ab. Ich will mit niemandem sprechen. Soll ich Lennart bitten, dir die Hausaufgaben zu bringen? Ich habe keine Hausaufgaben. Ich bin ein erwachsener Mann mit einem Masterabschluss in Ingenieurwesen. Entschuldige, der feine Herr. Soll ich dir ein Eis am Stiel bringen? Kirsch, bitte! Das Kirsch habe ich gegessen. Es ist nur noch das grüne Zeug da. Du treibst mich noch in den Selbstmord. Was ist denn los? Ich weiß nicht. Jetzt schreien sie sich nur noch wegen Eis am Stiel an. Klingt so, als hätte ihn Penny richtig erwischt. Das wundert mich nicht. Trotz seiner rauen Schale ist Howard ein sehr sensibler Mensch. Er schreibt sogar Gedichte. Meistens über den Mann aus Nantucket und den Einsiedler Dave. Aber er macht das richtig einfühlsam. Hey, Hofstetter! Im Plasmalabor sagt man, ihr baut einen Roboter?
Ja, haben wir, Kripke. Sein Name ist Monte. Falls ihr euch Hoffnung macht, war sein Auftritt gegen meinen Roboter Kripke, der Krippler, im südkalifornischen Ausscheidungsturnier der Roboterliga, kurz genannt SKTDRL, angeht, solltet ihr ihn lieber Altmetallklumpen nennen. Na, hör mal, ist das wirklich notwendig? Leonard, ich glaube schon, das gehört wohl zur Show. Und diese Show ist traditioneller Bestandteil sportlicher Wettkämpfe. Kripke, dein Roboter ist unwürdig. Er wird dem Unseren unterliegen, weil der Unsere dem Deinen in die Tasche steckt, sowohl was Design als auch Ausführung angeht. Außerdem hat deine Mutter nach meinen Informationen Übergewicht. Herr Stimmsbein. Ist die Ursache jedoch ein Drüsenleiden und keine Fresssucht, ziehe ich die Bemerkung selbstverständlich zurück. Welchen Unterschied macht das? Fett ist Fett. Es gibt nun mal Grenzen. Wisst ihr was? Vergesst SKTDRL. Klären wir die Sache doch so. Roboto gegen Roboto. Meinst du das? Es gibt keine Garantie, dass wir beim Turnier aufeinandertreffen. Also machen wir es vorher. Es sei denn, ihr habt Angst. Wir nehmen die Herausforderung an, benennen uns nur Zeit und Ort. Morgen 15 Uhr Kinetiklabor. Machen wir es so? Nein, wir machen es nicht so. Barry, wir können morgen nicht gegen dich antreten. Unser Ingenieur ist außer Gefecht gesetzt. Was ist los mit ihm? Er ist deprimiert, weil er abstoßend ist und keine Mädchen abkriegt. Wir sind alle abstoßend und können nicht bei Mädchen landen. Deswegen machen wir Roboterkämpfe. Kommt ihr nicht, gebe ich euch der Lächerlichkeit preis. Ich wüsste gern, ist das ein Sprachfehler oder ein Akzent? Hey! Hast du kurz Zeit? Ja, komm rein. Was gibt's? Ich möchte, dass du dich bei Howard entschuldigst. Raus hier. Doch bitte, er weigert sich aus dem Haus zu gehen, aber wir brauchen ihn für eine Roboterschlacht. Dann soll ihn doch der Roboter da rausholen. Der Roboter hat seine Gefühle nicht verletzt. Seine Gefühle mussten mal verletzt werden. Er verlässt sein Bett seit 2 Tagen nicht. Vielleicht hat er eine aufblasbare Puppe. Er hat keine... Ist es wirklich wichtig, mit wem oder was er zusammen ist? Der Junge ist am Boden zerstört. Ich bitte dich, wie könnte ich Howard am Boden zerstören? Okay, fass das jetzt nicht als Kritik auf, aber manchmal vermittelst du schon den Eindruck, als hättest du zu viel Gammastrahlen abgekriegt. Was willst du damit sagen? Naja, also meistens bist du ja wie der nette Bruce Banner, aber wenn du sauer wirst, dann verwandelst du dich irgendwie in... Ich werd zu einem Bären? Sekunde, Gammastrahlen, Bruce Banner, kennst du nicht den unglaublichen Hulk? Vergiss es, aber bitte, geh hin und rede mit ihm. Und um was zu sagen, dass ich es nicht so gemeint habe, ich hab's so gemeint. Naja, vielleicht betrachtest du es mal aus einem anderen Blickwinkel und du könntest einen Schimmer Gutes in ihm sehen. Und dass du das alles nur gesagt hast, damit dieser Schimmer des Guten in vollem Glanz erstrahlen kann. Oh. Okay, dann versuch es mal so. Vielleicht erinnerst du dich an den Tag, an dem wir uns kennenlernten und ich zu deinem Freund gehen sollte, um aus seiner Wohnung den Fernseher zu holen. Doch er war 2 Meter groß, riss mir die Hose vom Leib und du sagtest... Wie war das nochmal? Was sagtest du? Ach ja, du sagtest, ich hätte was gut bei dir. Oh nein, bitte, das ist nicht fair. Ich kam ohne meine Hose wieder her. Meinetwegen, ich gehe morgen rüber. Dankeschön. Ich glaube, ich muss dich noch vorwarnen wegen seiner Mutter. Was ist mit ihr? Sie ist eine reizende Frau und wird dir gefallen. Howard, hier ist eine blonde Patsy, sie will zu dir. Wer? Also, jetzt sagt sie auf einmal, sie heißt Penny. Ich will nicht mit ihr sprechen. Hey. Ma! Sie ist an mir vorbeigerannt. Hätte ich sie vielleicht umhauen sollen? Also ich bin vorbeigekommen, um zu sehen, wie es dir geht. Mir geht's bestens. Gut. Deine Mom scheint nett zu sein. Im Bus rücken die Leute allerdings immer von ihr weg. Was willst du? Okay, also gut, Howard. Ich möchte mich nur bei dir entschuldigen. Für ein paar Sachen, die ich gesagt habe. Über dich. Es wurde mir zugetragen, dass du Gefühle hast. Und die ich offenbar verletzt habe.
Also, es tut mir leid. Howard. Schön, es tut dir leid. Auf Wiedersehen. Ist es jetzt wieder gut? Hey, ich bin schon erwachsen. Ich bin nicht gleich traumatisiert, nur weil eine x-beliebige Frau eine x-beliebige Bemerkung macht. Jetzt bleib mal auf dem Teppich. Okay, dann mach's gut. Ich war schon fast weg. Oh mein Gott, das ist Kripkes Roboter? Wie ihr sehen könnt, macht der Krippler den Chevy ruckzuck zu Altmetall. Ich kann mir das nicht mehr ansehen. Sheldon, wir müssen das abladen. Diese Option haben wir nicht. Wir haben die Herausforderung angenommen und können uns nicht davor drücken. Ach, warum nicht? Wir haben uns unser Leben lang vor Kämpfen gedrückt. Ich kann mich durch ein Loch im Zaun quetschen, das halb so groß ist wie ich. Tja, so beeindruckend das auch sein mag, unser Monte ist nicht wie wir. Der Monte fürchtet sich nicht. Aber Sheldon, haben wir nicht dasselbe Video gesehen? Kripkes Roboter hatte wütenden Sex mit einem Mittelklasse-Automobil. Du übersiehst, dass wir wissen, womit wir es zu tun haben und Monte modifizieren können, sodass er gewappnet ist. Du willst ihn wappnen, also mit einer Blase ausstatten, damit er sich in die Hose machen kann. Verzeihung bitte, aber wie wollen wir ihn ohne Wolowitz modifizieren? Schon was Neues von Benny? Noch nicht. Habt Vertrauen, Gentlemen. Wir brauchen Wolowitz nicht. Das Ingenieurswesen ist der zurückgebliebene kleine Bruder der Physik. Sehet und lernet. Wisst ihr, wie man den Werkzeugkasten aufmacht? Und dann, als ich 14 war, lernte ich Marcy Grossman kennen. Sie war so wunderschön. Sie war gerade ihre Zahnspange losgeworden. Aber es war noch ein kleiner Überbiss da. Sie sah so scharf aus. Wie ein kleines sexy Backenhörnchen. Aber ich hatte nicht den Mut, sie anzusprechen. Aber ich sang für sie ein Lied in der Talentshow, die wir in der 9. Klasse veranstalteten. Oh, das war ja rührend. Marcy Grossman is sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, Marcy Grossman is the month of May. Oh, wie süß. I guess you'd say, what can make me feel this way? Marcy Grossman. Talking about Marcy. Ganz toll. Grossman. Ja, witzig. Dann kam sie auf mich zu mit ihrem kleinen sexy Backenhörnchenmund und spuckte mir in die Haare. Womit wir zur 10. Klasse kommen. Howard, wäre es möglich, dass du dich manchmal zu sehr bemühst? Sieh mich an. Welche Chance habe ich schon, wenn ich mich nicht sehr bemühe? Na ja, du hast unglaubliche Chancen. Ich meine, du bist intelligent, witzig, hast einen coolen Job, du baust Sachen, die in den Weltraum fliegen. Na und? Doch, hör mal, ich kenne dich schon seit 1,5 Jahren und ich habe das erste Mal das Gefühl, mit einem richtigen Menschen zu sprechen. Und weißt du was? Er ist nicht übel. Ein echt netter Kerl. Siehst du das wirklich so? Ja. Ich weiß ja nicht. Doch, es ist so. Ist ja ein nettes Maschinchen. Ist mir klar. Was macht das? Sich drehen? Ja, mit 3400 Umdrehungen durchtrennt Stahl, als wäre aus Gummi. Cool. Gute Arbeit. Sheldon, wir müssen das abblasen. Nein, Leonard. Viele Jahre lang bestand mein Leben dank so gnadenloser Schlägertypen wie Kripke aus einer Abfolge von über den Kopf gezogenen Unterhosen und anschließender demütigender Kopfspülung im Klo.
Aber das wird sich jetzt ändern. Aber Sheldon, wir haben keine Chance. Das Einzige, was du verbessern konntest, war das Einsetzen neuer Batterien in die Fernbedienung. Was dir dabei entgeht, ist, dass Kripke an einer verhängnisvollen Schwäche leidet. Einem übersteigerten Selbstvertrauen, genährt von der erdrückenden Größe und Kraft seines Roboters. Das ist kein Selbstvertrauen, sondern die pure Wahrheit. Glaub mir, Kripke wird eine leichte Beute meiner psychologischen Kriegsführung sein. Pass auf. Kripke! Ich würde dich ja fragen, ob dein Roboter bereit ist, deinem Schöpfer entgegenzutreten, aber da du sein Schöpfer bist, ist das wohl schon passiert. Was hat der für ein Problem? Nur weiter so mit deinen Jedi-Psychotricks. Eins will ich vorher noch klären. Es gelten die Standardregeln der Roboterkampfliga. Bist du verrückt? Das ist ein Straßenkampf. Die Straße kennt keine Regeln. Er hat recht, Leonard. Der Schlachtruf lautet bis in den Tod. Ich will euch jedoch die Gelegenheit geben, meine Überlegenheit anzuerkennen und mir euren Roboter als Kriegsbeute auszuliefern. Niemals. Lieber sehe ich Monte tot als in deinen Händen. Das lässt sich leicht einrichten. Achtung, fertig, los. Leg los. Also gut. Achtung, fertig, los. Schon schnell, wenn du schaffst das. Allerdings, wir sind für alle Eventualitäten gerüstet. Das ist neu. Lauf, Monte, lauf! Monte, lauf, 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 los, 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 los! Tu uns nichts, tu uns nichts, tu uns nichts! So viel zur Wiedergutmachung der seelischen Verletzung in der Kindheit. Ich bin schuld daran. Monte wurde das Opfer meines Stolzes und meiner Hybris. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Es ist meine Schuld. Keiner würde das bestreiten. Ich habe ein SMS erhalten. Wie schlimm. Vergiss den Roboter. Was ist mit dir passiert? Er ist im Bad ausgerutscht. Ja, ich bin im Bad ausgerutscht. Auf nassem Boden. Gegen die Wanne geprallt. Ja, jetzt weiß er, wozu Badewannen alles fähig sind, wenn man sie nicht mit Respekt behandelt. Ja? Sie schlagen bei geschlossenen Augen gnadenlos zu. Also, was denkst du, Howard? Es sieht doch gar nicht so schlimm aus, oder? Oh nein, ein bisschen Isolierband und Lötzinn. Bist du wahnsinnig? Ich habe Raumsonden gesehen, die über der Wüste abgestürzt sind und in besserem Zustand waren als das hier. Du hast recht. Monte ist tot. Wir bestatten ihn am Morgen. Eine einfache Zeremonie. Ich werde was sagen. Leonard, du spielst auf deinem Cello. Sheldon, steigerst du dich da nicht ein bisschen zu sehr rein? Das ist doch nur ein Spielzeugroboter. Nur ein Spielzeugroboter? Penny. Ich weiß schon, klar. Sheldon, es tut mir leid. Damit ihr das nicht falsch versteht, so wie ich das sehe, bin ich auf dem Weg zum Mitleidsex.